Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Ich bin der Daniel vom Kanal Atheismus TV. Ja, was haben wir heute? Wir haben heute ein Duell. Vielleicht kurz zur Erläuterung für die, die den Kanal noch nicht kennen. Atheismus TV ist ein, religionskritischer YouTube-Kanal. Aber wir führen regelmäßig jeden Donnerstag um 21.15 Uhr Debatten, im Regelfall mit Gläubigen zu verschiedensten Themen. Und jetzt wollen wir auch mal 1:1 Debatten führen. Aber das muss natürlich nicht immer nur ein Atheist und ein Gläubiger sein, sondern das können auch, so wie heute meine beiden Gäste, zwei Menschen sein, die schon an irgendetwas glauben. Und da kommt jetzt auch schon direkt meine Überleitung. Ganz kurz zur Erläuterung. Die beiden Personen hier, das ist einmal der Simon, in Klammern Esoteriker, und der Christ Heinrich, und die haben sich in einem Livestream bei uns sozusagen zu einer Live-Debatte verabredet, der da hieß Ersatzreligion Esoterik zwischen Glaube und Geschäft. Ja, und da sind wir nun mal heute. Und ja, jetzt könntet ihr euch vielleicht einmal, ich grüße euch erstmal, Simon, hallo Heinrich, schön, dass ihr da seid. Und vielleicht fangen wir kurz an mit eurem kurzen Eingangsstatement zu eurem Standpunkt und dann steigen wir in die Debatte ein. Bitte, Simon. Mein Name ist Simon, ich habe ein esoterisches, spirituelles Weltbild, bin auch Pantheist und glaube an das Gotteskonzept von den Büchern von Neil Donald Walsh. Und heute möchte ich gerne das christliche Weltbild analysieren in dieser Gegenüberstellung und meine Meinung dazu abgeben und aufzeigen, warum ich es in sich nicht logisch finde. Okay, dann Heinrich, du bist dran. Ja, also ich bin seit 37 Jahren Christ. Ich habe mich damals unter dramatischen Umständen bekehrt. Und ich kann verstehen, dass man viel gegen das Christentum dem Christentum viel vorwerfen kann, dass man vieles für falsch halten kann und Zweifel haben kann. Das habe ich manchmal auch. Aber ich behaupte, die Kernbotschaft, die funktioniert, und darauf werde ich auch immer wieder heute zu sprechen kommen. Man kann über bestimmte kritische Punkte oder über bestimmte Punkte im Christentum kritisch denken, aber die Kernbotschaft funktioniert, und das haben schon viele erlebt. Und die Kernbotschaft ist die Botschaft vom Kreuz, Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist und wir als Menschen die Möglichkeit haben, über dieses Sühnopfer mit Gott in Verbindung zu kommen. Okay. Also darauf werde ich heute auch beharren. Ja, danke. Also kurz zur Erläuterung, ich moderiere das heute, weil ich bin ja Atheist. Das heißt, mir ist es erstmal relativ egal, wer jetzt hier vielleicht mehr oder weniger gut aus der Debatte rauskommt. Aber wir sind uns ja einig, hatten wir auch im Vorfeld schon besprochen. In erster Linie geht es natürlich um einen respektvollen, vernünftigen Austausch. Natürlich genau. Hart in der Sache natürlich, aber respektvoll. Vielleicht nochmal kurz als Hinweis. Wir machen ja heute einen Livestream. Wir haben auch schon ordentlich Zuschauer jetzt online. Wir werden vielleicht mal innerhalb der Debatte in der Mitte oder vielleicht auch am Ende der Debatte, die ist ungefähr auf 45 bis 60 Minuten angesetzt, dann machen wir Schluss, sonst wird es zu lang. Aber die Leute, die jetzt hier bei uns im Live-Chat auf YouTube sind, können bitte taggen mit @atheismus_tv, auch Fragen stellen, aber bitte noch nicht jetzt, weil jetzt muss ich mich auch auf die Debatte konzentrieren. Aber so nach einer halben Stunde könnt ihr, wenn ihr Fragen an die Diskutanten habt, bitte vernünftig, freundlich, und dann können wir die auch aufnehmen. Und vielleicht würde ich jedem Diskutanten 1, 2, 3 maximal Fragen stellen. Okay. Super. Ja, dann würde ich vorschlagen, leite ich die Debatte ein. Also die Ansage war ja vom Simon, dass er da das Christentum, widerlegen oder dass da so viele schlüssige Fehler drin wären. Deswegen schlage ich auch vor, Simon, dass du jetzt anfängst, und dann gebe ich dir das Wort. Kurz dazu, ich werde mich so gut es möglich geht zurückhalten. Simon und Heinrich sind ja zwei
nette Zeitgenossen und ich gehe davon aus, dass ihr euch da gegenseitig euer Wort lässt. Falls nicht, werde ich natürlich versuchen, ein bisschen einzugreifen, aber im Wesentlichen soll das ein Dialog zwischen euch sein. Simon, bitte, fang an. Ja, also zuerst einmal möchte ich Heinrich die Frage stellen, damit einfach wir beide uns klar positionieren können. Was glaubst du, Heinrich, passiert nach dem Tod und was ist der Sinn des Lebens? Damit ich weiß, mit welcher Art von Christ ich ja heute spreche. Oh, das sind aber jetzt zwei große Fragen. Sag nochmal die erste. Was glaubst du, was passiert nach dem Tod und was ist der Sinn des Lebens? Die zweite. Ja. Also, ich kann mich da jetzt also auf das biblische Heilskonzept eigentlich nur berufen. Das biblische Heilskonzept sieht so aus, dass wir als Menschen aus der Gnade, durch den Sündenfall aus der Gnade Gottes gefallen sind und in einem Zustand leben, eine Art Selbstverwaltung hier auf der Erde. So, wir aber am Ende aller Zeiten müssen wir vor dem Thron Gottes erscheinen, um Rechenschaft für unser Leben abzulegen. Und in Offenbarung 20 steht dann, also wer nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, der wird in den Feuersee geworfen und ich sag mal ausgelöscht, ja. So verstehe ich das. So, und gleichzeitig ist aber auch ein Erlösungsweg bereitet worden. Das heißt also, Jesus Christus ist quasi für uns Menschen gestorben, hat den Fluch, der durch den Sündenfall auf uns gekommen ist, getilgt. Und wer sozusagen diese Gnade ergreift, das Sühnopfer Jesu für sich geltend macht, der ist nach Johannes 5,47 kommt nicht ins Gericht, sondern ist errettet. Mhm. Nach dem Tode dann, sage ich mal, kommt also aus meinem Verständnis die eben nicht erlöst sind durch Jesus Christus, kommen in ein Totenreich und bis sozusagen die letzte Posaune erschallt und man dann zum jüngsten Gericht vor dem Thron Gottes erscheinen muss. Die erlöst sind, kommen meiner Ansicht nach dann ins Paradies und warten dort auf ihre Auferstehung. Mhm. Also ja. Und ja. Letztlich kann man aus dem, was ich jetzt gesagt habe, auch schon den Sinn des Lebens definieren. Aus heutiger Sicht ist der Sinn des Lebens, das Heil in Christus zu ergreifen, um dann später nach dem jüngsten Gericht im Himmel und Himmel zusammen mit Gott die Ewigkeit zu verbringen. Mhm. Gut, dann möchte ich gerne mit dem ersten Thema anfangen, was sehr unerwartet kommt, weil ich das immer wieder bringe, nämlich gibt es im Christentum Außerirdische? Kommt es davor? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, was heißt, kommt das vor? Also, ich weiß nicht, ob Christen auch an Außerirdische glauben. Also, ich habe da kein Problem damit, wenn es welche geben sollte. Ne? Persönlich ist es ja so, dass diese ganze UFO-Geschichten und so weiter, also es gibt ja schon Hinweise darauf, wenn es so etwas aber tatsächlich geben sollte, dann ist das aus meiner Sicht, hat das was Dämonisches. Also dass tatsächlich auch Dämonen sich da materialisieren. Mhm. Aber warum fragst du? Mir ist nicht ganz klar. Genau. Der Punkt ist, nehmen wir mal an, es gibt keine Außerirdischen, dann gibt es aber trotzdem das Universum, dann hätte der Bibelgott eine riesengroße Verschwendung begangen, weil warum sollte er ein ganzes Universum erschaffen,
nur damit auf einem Planeten Leben existiert. Und wenn es Außerirdische doch gibt, aus christlicher Sicht, dann stellt sich die Frage, gilt auf dessen Planeten auch dieses Konzept mit dem Jesus? Hat dann dort auch ein Jesus erscheinen müssen und gab es dann auch dort Adam und Eva und so weiter? Das sind alles so Fragen, die ziemlich ungeklärt bleiben. Ne? Das auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, warum sollte er sozusagen nur für uns, für unseren kleinen oder für uns Menschen ein ganzes Universum erschaffen haben, ja, diese genau. Verschwendung? Da fällt mir der Spruch, weil er es kann. Weil er es kann. Ja, so. Ja, ja gut. Aber ist war eine doofe Antwort, ja, aber so kann es halt, ne? Warum nicht? Weil er es kann. Ja, also ich habe jetzt kein Problem damit, selbst wenn es noch andere Planeten gäbe, wo andere Menschheiten wären. Das ist not our business, ja. Das ist nicht unser not our cup of tea. Wir sind hier auf der Erde und da gelten die Geschichten, wenn Gott mit anderen Planetenwesen was anderes noch macht, ja, gut. Hat mit uns nichts zu tun, würde ich dann mal sagen. Wäre jetzt für mich auch kein Problem. Also ich habe da kein Problem damit. Ja, manche behaupten, wenn es Außerirdische gäbe, dann hätte uns der Bibelgott doch längst davon erzählt. Und weil er nichts davon erzählt hat in der Bibel, gibt es auch keines nach dem Motto. Aber das ist eine komische Logik. Ja. Das ist eigentlich keine Logik. Ja, letzter Punkt. Warum sollte Gott ist uns doch nicht Rechenschaft gegenüber, muss uns doch nicht alles erzählen, macht er sowieso nicht. Also letzter Punkt zu diesem Thema, dann springe ich zum nächsten. Und zwar nehmen wir mal an, es macht Sinn, dass es Außerirdische gibt oder unabhängig davon, ob es sie gibt oder nicht. Es ist natürlich eine zentrale Frage der Menschheit, ob wir allein im Universum sind oder nicht. Und jetzt nehmen wir mal an, ein Weltbild liefert Antworten darüber, weil du kennst uns mittlerweile, es sind ja die mit den Kornkreisen immer argumentieren und dergleichen. Und jetzt kann das Christentum diese Antwort nicht liefern, ob es die Außerirdischen gibt und wie die leben und so weiter. Und jetzt hätte ein anderes Weltbild als das Christentum eine Trumpfkarte. Hätte da der Bibelgott nicht Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen? Weil nicht, dass aufgrund dessen dann die Leute zu uns wechseln und somit am Ende in die Hölle kommen. Buh, das ist mir jetzt aber ein bisschen sehr konstruiert. Also ehrlich gesagt, not my business. Also das ist etwas, was Gott in seiner Weisheit tut oder lässt. Das muss ich nicht kommentieren. Ich sage dir aber mal ganz ehrlich, wenn es wirklich solche Geschichten gibt, dass irgendwelche Wesen hier schon gelandet sind oder nicht, oder bei den alten Ägyptern sagt man das ja, dass da gibt es ja auch diese auch Bilder von Raumschiffen, Astronauten und so weiter. Ne? Meine feste Überzeugung ist, wenn es tatsächlich so etwas geben sollte, dann bin ich der festen Überzeugung, dass das dämonisch ist. Das wäre meine Haltung dazu. Also was anderes kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber das wäre meine These dazu. Ja, das sind also Dämonen, die sich materialisieren. Also manche behaupten, dass das deswegen Dämonen sind, weil sie ja vom Christentum weglenken. Und alles, was vom Christentum weglenkt, muss automatisch dämonisch sein, so nach dem Motto. Das ja, ist ja wie gesagt eine These von mir. Würde ich jetzt auch gar nicht weiter erörtern wollen. Ich sag mal so, es bringt ja nichts, da spekulieren wir ja beide jetzt so ein bisschen rum. Ne? Oder? Also meine Überzeugung ist die, wenn es Außerirdische gibt, dann könnten die unsere Vorbilder sein, weil vielleicht auf dessen Planeten das Leben funktioniert. Da gibt es ja dieses Buch Ami, der Junge von den Sternen, und das ist sehr, sehr inspirierend. Also kann ich nur weiterempfehlen an der Stelle. Aber ich denke, jetzt gehen wir zum nächsten Thema über, was ein bisschen christlicher ist, und zwar Adam und Eva. Und zwar meine Frage an dich, haben Adam und Eva je existiert oder ist das ein Widerspruch zur Evolutionstheorie?
Weil die Evolutionstheorie sagte nicht, dass die ganze Menschheit von zwei Menschen abstammt, sondern von irgendeiner Affenart oder so ähnlich. Was sagst du dazu? Also, ich bin der Überzeugung, in der Tat der Überzeugung, dass Gott ein jedes nach seiner Art geschaffen hat, also auch den Menschen per se geschaffen hat. Dieser Überzeugung bin ich schon. Ne? In welchen Zeiträumen und ob es jetzt genau Adam und Eva waren, muss ich dahingestellt sein lassen, weil das geht einfach, das liegt einfach zu sehr im Dunkeln. Ich kann was glauben, aber ich kann nichts beweisen. Ich kann Adam und Eva nicht beweisen, ja. So, und ich kann auch den Sündenfall nicht beweisen, ja, um das mal ganz klar zu sagen. Ich kann die ganze Schöpfungsgeschichte nicht beweisen. Aber persönlich bin ich überzeugt davon, dass grundsätzlich stimmt, dass Gott die Welt und auch alles, was da drin ist, geschaffen hat. Und zur Evolutionstheorie möchte ich mich nicht äußern, weil ich dann gleich wieder alle gegen mich aufbringe und es wäre so eine Verlagerung des Themas. Und also ich persönlich glaube, dass Gott alles geschaffen hat, in welchen Zeiträumen auch immer und wie genau und wie konkret. Ja, ne. Was auch Und immer wieder gesagt. ich glaube, dass ein Sündenfall stattgefunden hat, in Ja, welcher Form auch genau. immer, der uns in so eine wirklich missliche Lage gebracht hat. Also davon bin Ja. ich persönlich überzeugt. Darüber sprechen wir gleich. Also was auch viele Kritiker sagen ist, wenn wir alle von zwei Menschen abstammen, dann setzt das ja Inzucht unter den ersten Kindern von Adam und Eva voraus. Was sagst du dazu? Ja, hätte ich jetzt kein Problem mit. Also, das wäre dann halt so, ja. Gut, dann schauen wir uns mal den Sündenfall an, ob der überhaupt Sinn ergibt. Und aufgrund dessen, dass ich ein paar Fragen da gestellt habe, sehe ich da keinen Sinn beim Sündenfall. Zum Beispiel, was ich mich immer gefragt habe, ist, warum haben Adam und Eva den Gott nicht gefragt, bevor sie vom Baum essen? Weil zum Beispiel hätte der Adam jetzt zum Gott hingehen können und sagen können, hey Gott, da ist so eine komische Schlange aufgetaucht, die sagt, wir dürfen vom Baum essen, aber du hast uns was anderes gesagt. Was stimmt denn jetzt? Weil nicht, dass irgendwas passiert, weil die Das Christen wäre klug sagen ja, gewesen. Das wäre klug die gewesen. Christen Dann sagen ja, säßen dass, wir jetzt nicht hier. ja, die Christen sagen ja, dass der Gott die beiden gewarnt hat. Und wenn es die ersten beiden Menschen sind, dann sollten die doch wohl intelligent genug sein, zum Gott hinzugehen und nochmal nachzufragen, oder? Das, ja, das hätten sie mal machen sollen, ja. Ja, dann, wie Ganz gesagt, dann ja. säßen wir jetzt nicht hier, sondern hätten ein schöneres Örtchen. Ja. Jetzt sind wir Simon, jenseits. Ja, Simon, ganz kurz. Also ich wollte nur mal kurz nochmal, ich habe ja, lese ja hier so ein bisschen den Chat mit. Die Leute denken gerade schon, das Format heißt Simon interviewt Leute. Also du stellst im Heimlich ganz viele Fragen. Das ist natürlich jetzt nicht, ich will mich da jetzt auch nicht einmischen, aber Ich kommt komme das noch aus jetzt. der Defensive Ja, raus. Mach dir da dann keine Sorgen. legt mal einen Zahn zu. Nur Fragen stellen reicht nicht. Also Heinrich, hast du überhaupt vor, heute ein paar Fragen zu meinem Weltbild zu stellen? Also ich hatte mich jetzt darauf eingestellt, weil hier das wird das Christentum widerlegt, dass du erstmal so ein bisschen dein Feuer abbrennst und dann kommt der Konter. So hatte ich mir Ja. das gedacht. Aber gut. Wenn das, wir können das auch gerne anders machen, dass du ein bisschen über dein Weltbild erzählst. Ne, so, Ja, ich möchte gerne jetzt meine Liste abarbeiten und dann da haben wir genug Stoff noch. Gut, dann schauen wir uns, bevor wir wieder zum Sündenfall zurückkommen, den Fall der Engel an. Und zwar, warum glaubte der Luzifer, dass er den Gott besiegen könnte? Hat der Bibelgott den Luzifer extra so erschaffen, damit er dann rebelliert, oder wie muss ich mir das vorstellen? Du, ich kann dir auf diese Fragen alle keine Antwort geben. Ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei und ne, ich
ich kann da nur spekulieren. Was soll ich jetzt spekulieren? Ja, so. Also ich gehe davon aus persönlicher Erfahrung, dass es Dämonen gibt. Ich weiß nicht, ob du da bei mir gelesen hast, dass ich Spiritismus-Erfahrungen gemacht habe und die waren sehr, sehr, sehr krass. Mhm. Ja, und bevor ich gläubig geworden bin. Und für mich steht das außer Frage, dass es Dämonen gibt. Ja. Wie das jetzt da alles passiert ist. Ja, die Bibel sagt tatsächlich so ein bisschen Rebellion und Satan ist aus dem Himmel geworfen worden und ein Drittel aller Engel mit ihm. So, und wir haben jetzt den sozusagen an der Hacken und sind da auch durch beeinflusst nach biblischem Konzept, ne? Also wir reden ja vom biblischen Konzept. Hm. Ja. Wir hatten ja diese Stelle, wo das Fleisch sündig geworden ist. Das war in dem Moment, als Adam und Eva vom Baum gegessen haben, weil sie dadurch eine Sünde übertreten haben, also ein Gebot Gottes übertreten haben. Und dadurch ist das Fleisch sündig geworden. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie kann es sein, dass sie eine Sünde begangen haben, obwohl ihr Fleisch zu dem Zeitpunkt noch nicht sündig war? Nach christlichem Verständnis war die Sünde der Ungehorsam. Sie haben ein Gebot übertreten. Das Gebot, was Gott ihnen gegeben hat, von allen Bäumen dürft ihr essen, von dem einen nicht. Dieses Gebot haben sie übertreten. Und dann ist der Tod, die Sterblichkeit über uns gekommen, mit allen anderen Folgen, die das alles so mit sich bringt, wie Krankheit und so weiter und so weiter. Ja, das ist eigentlich so das christliche Verständnis, dass die ganze Misere, in der wir hier sind, dass das eine Folge des Sündenfalls ist, des Ungehorsams. Also der Tod, den halte ich, da sehe ich das ein bisschen anders. Der Sinn des Todes ist meiner Meinung nach, dass wir dann immer wieder nach Hause zurückkommen können, weil ich bin ein Reinkarnationsanhänger, über das Thema möchte ich auch noch später mit dir sprechen. Mhm. Und durch den Tod ist es uns möglich, immer wieder nach Hause zurückzukehren in die geistige Welt. Von daher sehe ich den Tod als natürlichen Bestandteil der Schöpfung und der kosmischen Ordnung und nicht als ein Resultat, weil irgendetwas in Gottes Schöpfung schiefgelaufen ist, weil er sich das irgendwie anders vorgestellt hat. Ja, du hast halt ein anderes Konzept. Ja. Und das ist also, ich sag jetzt mal, eigentlich hinduistisch, buddhistisch. Dein Gott müsste dann eigentlich Brahman sein, oder wer? Naja, das ist vielleicht ein Name, aber... Ein unpersönlicher Gott, ne? Ja, genau. Im Grunde genommen ist das so ein Mechanismus, der dann so abläuft. Also, das ist keine Maschine. Dieser Gott ist ein Bewusstsein selber, definitiv. Mit Karma und so weiter. Mhm, genau. Also, ich sag mal so, das ist ein Konzept, was dem du da anhängst, und ich hänge dem Konzept ab. Wir haben das, was im Berea steht, wir leben einmal und danach das Gericht. Ja, also das sind zwei gravierend unterschiedliche Konzepte. Mhm. Und das ist natürlich schon gewaltig, weil ich sag mal so, in deinem Konzept oder in eurem Konzept kommt es halt nicht drauf an, naja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Dann, dann machst du halt mal 10 Leben und setzt dir dann ein bisschen in den Sand und dann, 11. wird vielleicht besser und im 100. ja, irgendwann bist du dann aus dem Rad der Wiedergeburt raus und kommst dann irgendwann ins Nirvana, ne? Mhm. Das ist eine nette Vorstellung, sag ich jetzt mal so, aber ob es wahr ist. Über das Thema Reinkarnation, über das Thema möchte ich auch noch mit dir sprechen. Das habe ich auf meinem Zettel stehen. Mhm. Dazu habe ich auch ein ausführliches Video gemacht, wo ein Christ versucht hat, die Reinkarnation zu widerlegen. Ja, dazu kommen wir später noch. Jetzt kommt aber das wichtigste Argument zum Sündenfall, und zwar mein Kausalitätsargument. Und zwar, ein Gott hatte da die Kausalität erfunden. Das heißt, er hat zu jeder Ursache die entsprechende Wirkung festgelegt.
Und dann muss man sich schon die Frage stellen, was denkt sich ein allwissender Gott dabei, wenn er alle Verkettungen von Ereignissen kennt, weil er in die Zukunft sehen kann, dass er festlegt, wenn Adam und Eva vom Baum essen, dass ihr Fleisch dann sündig wird, obwohl er die Konsequenzen kannte, als er das festgelegt hatte. Also da musst du dir das so vorstellen, wie bei einem Computerspiel, wie bei einem Computerspielprogrammierer, der. Boah, Moment, Moment mal. Also, Ja. sag mal nochmal deinen ersten Satz, den du jetzt hier, du hast jetzt hier so mehrere Sachen da so Ja. aneinandergereiht. Was war dein erster Satz nochmal? Also das Kausalitätsargument. Wie kann es sein, dass der Bibelgott die Ursachen und Wirkungen festlegt? Zum Beispiel, wenn Adam und Eva Stopp, vom Baum stopp. essen, ja? Ach so, ja, bitte, ja. Wenn Adam und Eva vom Baum essen, dann wird Ja. der Fleisch sündig. Das hat er festgelegt. Das ist ja nicht einfach so passiert. So, stopp, stopp, stopp. Ja, nein, er hat, nein, er hat, nein, nein, was hat er für, was hat er gesagt? Sie werden sterben, ihr werdet sterben. Das steht da. Das war die Folge des, die angekündigte Folge des Sündfalls war, ihr werdet sterben. Ja, Sonst gar nichts. Ja, aber sonst wer gar ist nichts. denn dafür verantwortlich, dass diese Konsequenz zustande kommt? Weil die Naturgesetze, Ursache und Wirkung, die muss doch von dem Schöpfer von allem, was ist, festgelegt worden sein. Er ist doch derjenige, der zu jeder Ursache die entsprechende Wirkung festlegt. Und somit hat er letzten Endes verursacht, dass es zum Sündenfall kommt. Oh, das ist mir zu verdreht, ehrlich. Nee, also nee. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon in dem Chat mit Gläubige gegen Atheisten, habe ich gesagt, wie ich das verstehe. Ich verstehe das so, dass Gott zwar alles im Voraus weiß, Ja, genau. dass er, bitte, Ja, dass er genau. aber dass er aber in der Lage ist, absolut in der Gegenwart zu agieren, also es sozusagen sein Allmachtswissen nicht benutzt, sondern absolut so auf der gegenwärtigen Ebene vollkommen gegenwärtig agiert. Das ist so meine These. Und ja. Also der Hammer, warum das für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, ist halt das, dass ein allwissender Gott ja vorher weiß, was in der Zukunft passiert. Und wenn der jetzt den Baum in die Mitte des Gartens stellt, dann hat er quasi schon vorher gewusst, dass Adam und Eva davon essen würden. Und somit hat er quasi in Kauf genommen, dass am Ende Milliarden Menschen in die Hölle gehen werden. Also das Na, das ist, ist halte so ich für. diese, ich sag mal, das ist so eine menschliche Logik. Ja, das ist so eine menschliche Logik, die du jetzt hier so anwendest. Ich kann da jetzt auch, ehrlich gesagt, ich kann nicht in den Kopf Gottes hineinschauen. Ne? Also was, ich kann auch nicht sozusagen in die wirklich, in die damalige Wirklichkeit hineinschauen, was auch tatsächlich konkret passiert ist. Ich gehe allerdings von einem Sündenfall aus, der geschehen ist und unter dessen Folgen wir leiden. Das ist sozusagen die biblische Behauptung. Und und sozusagen, ob das stimmt, das wird an einer ganz anderen Stelle, sagen wir mal, also wo ist der Beweis, dass es einen Sündenfall gegeben hat? Ne? Also dass sozusagen die Misere, in der wir sind, dass die auf einen Sündenfall zurückgeht. Gibt es da einen Beweis? Wäre ja die Frage. So, du versuchst gerade zu beweisen, dass das unlogisch wäre oder Ja. dass Gott irgendwo da so, so ein Spielchen mit uns getrieben hat oder ein Sadist wäre oder was auch immer. Ne? So, das geht in der Richtung geht das ja. Ne? Ne? Und ich sag da jetzt erstmal nur, dass die Bibel feststellt, dass es einen Sündenfall gegeben hat. Ja, so und ja. Ja, Mehr kann ich dazu nicht sagen. was ich mich halt in dem Zusammenhang auch fragen muss, ist, warum hat er festgelegt, dass die Sünde weitervererbt wird? Weil du kannst dir nicht aussuchen, zum Beispiel, welche Augenfarbe dein Kind hat. Da hängen ja Naturgesetze damit zusammen, die du nicht beeinflussen kannst. Das hat quasi der Gott festgelegt, dass
zum Beispiel die Augenfarbe weitervererbt wird. Und genauso wäre das ja beim Sündenfall, also dass die Erbsünde existiert. Das ist ja. Das ja, ich sehe das eher. Ja, ich sehe das eher so, dass wir sozusagen den Status Paradies verloren haben und in eine unwirtliche Welt jenseits von Eden gekommen sind, also jenseits des Paradieses. Und dass wir sozusagen die Sterblichkeit in uns gekommen ist, die Sündhaftigkeit und auch das, also man kann fast sagen, Gott hat uns verworfen als Menschheit. Er hat uns verworfen. Weg mit uns. Mhm. Ja, so. Und das ist, er hat Adam und Eva und sozusagen alles, was danach kommt, er hat gesagt, hier, okay, kommt auf die Erde, die gebe ich euch. Und jetzt macht ihr erst selber, seht klar, wie ihr klarkommt, ja. Und das ist erstmal die grundsätzliche, der grundsätzliche Zustand nach christlichem oder biblischem Verständnis. Ne? Und wie ich dann aber auch schon beim letzten Mal gesagt habe, also in dem Chat habe ich darunter geschrieben, man nehme nur mal das Beispiel von Kain und Abel, ne? Wo so, also als Kain so diese Mordgedanken hat, warnt Gott ihn. Ne? Warnt Gott, lass es. Er lässt es aber zu, dass der Mord geschieht. Mhm. Ne? So, und also und dann aber auch eben barmherzig, indem er dann ihm dann noch das Kainsmal macht, auf dass er nicht in der Fremde umgebracht wird. Aber man an dem Beispiel soll demonstriert werden, dass Gott tatsächlich sich ein Stück zurückgezogen hat von uns, uns mal machen lässt. Das heißt also, er möchte uns beweisen, dass wir ohne ihn nicht klarkommen. Sozusagen, er möchte uns vorführen. Ich kann nicht in den Kopf Gottes hineinschauen. Sorry, tut mir leid. Kann ich nicht mit dienen. Ich weiß nicht, was Gott denkt, was er, wie tief seine Gedanken sind. Ne, die Bibel sagt, seine Gedanken sind so hoch wie der Himmel über der Erde, so unterschiedlich sind seine Gedanken über unseren Gedanken. Ja, ja, dann in diesem Fall hätte er quasi am Ende unser Gehirn falsch programmiert, wenn wir, natürlich, wir können nicht genauso denken wie Gott und vielleicht denkt Gott ja gar nicht, weil er gar kein Gehirn hat, er braucht auch keins. Aber wenn wir jetzt nicht das nachvollziehen können, was er gemacht hat, dann sind wir auf Dogmen angewiesen und die können wir blind glauben. Und wenn wir etwas blind glauben, wissen wir nicht, ob es wahr ist. Also von daher müsste der Gott uns schon so programmiert haben, dass wir das auch verstehen, was er so das macht. Das denkst du dir so. Warum muss ich stelle mir das so vor, dass er das, was wir nötig haben, um es verstehen, um bestimmte, also dass wir die wichtigen Dinge verstehen können. So sind wir programmiert, ja. Aber dass wir alles verstehen müssen, nö. Ich sag mal ganz ehrlich, ja, ich verstehe vieles nicht, was in der Bibel steht, was Gott plant, macht, denkt, tut, will. Mhm. Ja, ich kann da auch nicht irgendwie den großen Erklärbär geben, ja, und sagen, ja, das hat Gott deshalb gemacht und das wollte er so und deshalb war das auch alles richtig, dass er es gemacht hat, ja. Das geht nicht. Und da muss ich auch, zu glauben, dass die Bibel uns alle Antworten gebe, das ist auch Quatsch. Die Bibel ist voller Ungereimtheiten, Widersprüche und so weiter. Wie kann es sein, dass das Wort Gottes Ungereimtheiten und Widersprüche hat? Wieso denn nicht? Weil die Menschen das geschrieben haben. Ja. Das heißt also, dein Gott hat zugelassen, dass die Bibel verfälscht wird und somit, das verfälscht, kann man es ja nicht mal verfälscht oder verfälscht. Umgeschrieben. Menschen haben ihre Erfahrungen mit Gott, ihre Sichtweisen über Gott und so weiter, die Offenbarungen mit Gott, die prophetischen Worte, das haben sie in der Bibel festgehalten. Ja, so, und ich denke schon, dass auch die Bibel inspiriert ist,
aber nicht fehlerlos, ist so meine persönliche Meinung. Da bist du aber ziemlich alleine, weil die anderen Christen sehen das ganz anders. Die sagen, die Bibel ist das Buch der Bücher und so weiter. Ja, ich sag mal, du meinst jetzt bibeltreue und freikirchliche Christen. Ich habe ja auch einen freikirchlichen Hintergrund. Ich war auf einer bibeltreuen Bibelschule. Ich habe da aber meine Position etwas gemäßigt, sage ich mal so. Aber entscheidend für mich ist, ich sage ja nochmal, die ganze Bibel läuft auf eine Kernbotschaft zu, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, eben auf den Punkt der Erlösung. Ja, dass sozusagen wir als Menschheit durch Jesus Christus erlöst worden sind. Das ist eigentlich der Punkt. Und alles andere ist Beiwerk. Entweder stimmt diese Erlösungsbotschaft oder sie stimmt nicht. Wenn sie nicht stimmt, dann kannst du das ganze Christentum sowieso vergessen. Ja, genau. Bitte. Entschuldigung. Ich wollte nur kurz sagen, ihr seid ja gerade in der Debatte. Ich würde euch jetzt mal, Simon, mal gerade nochmal die Möglichkeit geben, kurz zu überlegen, weil du wolltest ja Heinrich in die Defensive drängen. Und ich habe eine Frage an Heinrich. Wenn das in Ordnung ist, würde ich dir eine Frage aus dem Chat stellen. Ja, bitte, bitte. Und zwar von, also es sind sehr viele Fragen im Chat, von Dance Dragons. Was passiert mit Leuten, die von Gott nichts wissen? Wenn ihnen nichts passiert, das habe ich ja schon öfter mal gehört, dann ist es nicht so schlimm, wenn es gute Menschen sind. Wieso versuchen die Christen solche Leute trotzdem davon zu erzählen? Und wenn sie das dann nicht glauben, wird aus gute Menschen, die in die Hölle kommen, weil sie nicht an Jesus glauben. Das ist doch eigentlich ein bisschen mies von den Christen, könnte man jetzt unterstellen. Ich denke mal, das meint er damit. Ne? Den Punkt wollte ich später auch bringen. Na gut, da war jetzt die Frage. Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, die ich also auch, ich sag mal, die mir auch ein Stück weit Bauchschmerzen bereitet. Oder der Punkt ist der, dass, ja, wie soll ich das sagen? Nein, der Punkt ist der, dass man ins Gericht, dass man, wenn man nicht die, das grundsätzliche Konzept ist das, dass man ins Gericht kommt, wenn man sozusagen nicht erlöst ist. Ja, oder wenn jetzt nicht in dem Vorlauf, also ich glaube nicht, dass ein Mose ins Gericht kommt oder ein David, aber so der allgemeine Mensch muss ins Gericht, wenn er nicht erlöst ist. Und das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich, ist egal, ob er die Botschaft gehört hat oder nicht gehört hat. Er muss ins Gericht, er muss vor den Thron Gottes am letzten Tag. So, das ist so der Punkt. Und das Gericht ist Gott vorbehalten und auch... Es gibt auch Widersprüchliches in der Bibel zum Thema Totenreich, Hölle, Gericht. Da gibt es so viele auch unterschiedliche Aussagen. Das muss man wirklich mal ganz objektiv sagen. Zum Beispiel heißt es ja, die Leute von Ninive werden zu Gericht sitzen. Die werden mit am Gerichtertisch sitzen. Ja, weil sie sich sozusagen auf die Predigt des Jona bekehrt haben. Ja, die sind also auch nicht im Gericht. Heinrich, kurz, nicht immer so lange antworten, alles gut. Ich glaube, also ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. Also warum machen die Christen das jetzt? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Also es ist ja die Frage, geht ja an die Missionare, nicht an die Bibel. Ja, dann du kommst nicht ins Gericht, wenn du sozusagen Jesus Christus als deinen Erlöser annimmst. Du musst nicht ins Gericht. Wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sagt Jesus. Ja, wir wollen die Leute aus dem Gericht rausholen. Aber du glaubst nicht, dass die Leute, die sozusagen nicht an Jesus als ihren Erlöser annehmen, dass die automatisch in die Hölle kommen, sondern die kommen noch vor Gericht. Das willst du sagen, richtig? Das sagt die Bibel ganz klar in Offenbarung 20. Ja, ich höre regelmäßig was anderes. Deswegen, also die Menschen kommen ins Totenreich. Wer stirbt, kommt ins Totenreich. Da mag es eine Abteilung Hölle für die Schwerverbrecher geben. Aber der normale Mensch kommt ins Totenreich. So sehe ich das.
Okay, danke Also für die die. Beantwortung der Frage. Ich wollte jetzt nicht zu lange meine Rolle überziehen hier. Ich wollte nur das aus dem Chat Naja, nachfragen. ne, komm. Ich guck Ich mal, freue mich also. immer, wenn du fragst, Daniel. Du Ja. machst ja sehr intelligente Fragen, also. Ja, aber ich will ja euch beiden die Ja, Plattform geben. ja, Also ich will nur aus dem Chat Fragen beantworten. ja. Als nächstes werde ich vielleicht mal einen Simon gleich mal eine stellen. Aber wie gesagt, macht ihr zweimal weiter. Simon, du wolltest, glaube ich, noch jetzt auch auf den Punkt, du hast gesagt, du wolltest den eh auch machen. Ja, Möchtest du noch? nachher. Ich wollte jetzt, Tom, auf das Erlösungswerk eingehen. Und zwar, du sagst ja, dass der Jesus am Kreuz unsere Schuld beglichen hat, die eigentlich uns zustand, nämlich der Tod. Das heißt, er ist für uns stellvertretend gestorben, das sagen ja viele. Er hat die Und Ursünde getilgt. Römer 5,18. Ne? Er hat also sozusagen diesen Fehler der Menschen, die uns ins Verderben gebracht haben. Also so wie durch den einen Menschen, dass Adam das Unheil über uns gekommen ist, so kommt in Christus das Heil über uns. Römer 5,18. ja, also ich frage mich halt, warum so ein Konzept. Ich meine, er stirbt für uns am Kreuz und wenn wir es annehmen, dann ist unsere Schuld auch getilgt. Genau. Und Und plus Ursünde. Wir sind dann eine neue Kreatur, sagt die Bibel. ja. Wir werden von neuem geboren in dem Moment dann. Wenn wir Ja. Christus annehmen und uns taufen lassen, werden wir von neuem geboren. Ja. Und warum hat Kommt er der sich nicht Heilige an. Geist in uns. Und warum hat er sich nicht ein anderes Konzept einfallen lassen, wie wir die Sünden bezahlen können? Das ist doch irgendwie komisch. Du brauchst nur einmal den Jesus annehmen und dann sind alle Sünden vergeben. Das ist doch irgendwie Ja, unverhältnismäßig, also finde ich. im Alten Bund war das so, also man spricht vom Alten und vom Neuen Bund. Im Alten Bund war es so, dass der hohe Priester einmal im Jahr mit dem Blut der Schlachtopfer, es wurde also einmal im Jahr, wurden im Vorhof, wurden Stiere, Widderböcke, alles Mögliche geschlachtet. Und das Blut hat dann der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste getragen, zur Vergebung der Sünden des Volkes. Einmal im Jahr. So, und diese Sündenwaschung ist mit dem Blut Jesu, mit dem Sühnopfer Jesu, ist sozusagen jegliches Schlachtopfer überflüssig. Ja, wenn jetzt dieser Gott vorher dieses Konzept erfunden hat, dass der Lohn der Sünde der Tod ist und wodurch es notwendig ist, dass Tiere sterben müssen, dann wird er durch Tierleid verursacht Aber die und kommen ja dann wird vielleicht auch. auch in den Himmel, die Tiere. Ja, also wer weiß. Ja, wenn sie in den Himmel kommen, dann haben sie ja das Glück losgezogen, dass sie ja nur in den Himmel kommen können, weil sie ja keine Sünden begehen können. Von daher haben Du. Tiere einen unfairen Vorteil uns gegenüber. Ja, Gott macht das schon. Ja, also die Frage ist halt die, warum ist es notwendig, dass der den Jesus auf die Erde schickt, wenn er doch genauso gut mit dem Finger schnippen kann und die Dinge werden anders gelöst. Also, theoretisch könnte er einfach so alle Sünden vergeben oder er könnte das Karma Ja, einführen oder was auch immer. Da könnte er alles Mögliche machen. das sagen ja die Muslime, ne? Das steht sogar im Koran drin. Ja, wieso soll denn da Gott jemanden schicken, der erlöse? Ist doch Quatsch. Suche 2, ne? Hat natürlich, da kann doch einfach, wie du sagst, mit dem Finger schnippen, die Sünde einfach so vergeben. Ja, natürlich könnte das, aber offensichtlich. Nach Bibel, nach christlichem Verständnis ist es so, dass diese Ursünde, die ja also uns ins Verderben gestürzt hat, gesühnt werden muss. Das scheint so eine himmlische Gerechtigkeit zu sein, die uns jetzt nicht unbedingt so einleuchten muss, aber die Bibel stellt das sozusagen so als Modell dar, dass das notwendig ist. Diese Ursünde, also dass die sozusagen getilgt wird. Also dass die Sünde zwischen uns und Gott steht, wie so ein Graben.
Ja, und dass quasi dieser Graben eben zugeschüttet wurde, nachdem Jesus das Sühnopfer gemacht hat. Und dass Aber man, ich bin, ja, das ist aber wirklich ich, das christliche Konzept. aber ich bin nicht dafür verantwortlich, was Adam und Eva damals getan haben. Nein, verantwortlich nicht, aber du hängst mit, also nach christlichem, nach biblischem Verständnis, hängst du sozusagen in dem Schlamassel genauso drin. Wir alle hängen in einem furchtbaren Schlamassel. Ja, dann bin ich ein Opfer, weil ich kann ja nichts dafür, dass das damals passiert ist. Ja, du bist ein Opfer, ja. Ich auch. Ich bin auch ein Opfer. Ich bin auch ein Opfer, aber ich habe mich da an das Kreuz geklammert. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich habe mich an das Kreuz geklammert und sozusagen, was? Wolltest du was sagen? Ich hab mich an das Kreuz geklammert und habe gesagt, Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben, werde mein Herr. So, wenn dann nichts passiert wäre, da hätte ich gesagt, ach komm, kannst doch alles vergessen. Das Ganze ist doch alles Quatsch da mit dem Sündenfall und so weiter. Alles Quatsch. Ja, wenn da nichts passiert wäre, in dem Moment, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, ja, also den Sprung riskiert habe, wenn da irgendwie alles so normal weiter, da hätte ich gesagt, ja komm, kannst du vergessen, ab in die Tonne mit der Bibel, ja. So, Daniel? aber was ich schon mal Ja, gesagt habe, ein Satz noch, okay. was ich Du schon mal redest sehr gesagt viel, habe, Heinrich, ne? ja, Das, ich ja. werde mich jetzt bremsen, was ich schon mal gesagt habe, zu dem Stefan oder Torin war es, nee, zu Torin, oder Daria, zu Daria. Und dann hat es Zoom gemacht. Und nicht nur bei mir, bei Millionen von Leuten hat das Zoom gemacht in dem Moment, wo sie Jesus ihr Leben gegeben haben. So, mehr sage ich jetzt nicht. Also ich habe noch eine Frage an Simon. Gab es jetzt noch keine, aber oder zumindest habe ich sie, wenn, dann überlesen. Aber wenn die jetzt noch Fragen an Simon sind, bitte den Chat schreiben. Aber ich habe noch eine an dich, Heinrich, und die passt jetzt auch wie die Faust aufs Auge auf das, was du gerade zum Opfertod von Jesus gesagt hast. Nämlich Frage an Heinrich. Jesus war doch nur 3 Tage tot und ist wieder auferstanden. Wie kann man da von einem Opfer sprechen? Opfer wäre doch, wenn er tot geblieben wäre. Oder ist irgendwann mal ein Schaf oder irgendwas wieder auferstanden nach der Opferung? Dann wäre es doch kein Opfer gewesen, oder? Interessanter Gedanke, Gute sage ich Frage, mal so. ne? Ja, so habe ich jedenfalls noch nie drüber nachgedacht. Ist ja nicht schlimm, wenn du keine Antwort drauf hast, aber es wäre schön, wenn du eine Ja, ich hättest. überlege gerade. Naja, das wäre. Aus christlichem Verständnis ist sozusagen die Auferstehung Jesu die Krone auf dem Ganzen. Gott demonstriert in diesem Moment sozusagen, dass der Tod überwunden ist, also der Sterblichkeit, der wir als Menschen unterworfen ist, die hat Jesus am Kreuz, er hat nicht nur unsere Schuld überwunden, er hat auch den Tod überwunden. Das ist die Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Ja, aber ist das die Beantwortung der Frage? Ja, deshalb musste er auferstehen, um sozusagen als Demonstration, also was heißt, Moment, ich gebe jetzt wieder den Erklärbär. Also so stelle ich mir das vor. Ja, dass das, ich möchte nicht wirklich Gottes Gedanken oder ich bin nicht sehr vorsichtig, ich bin ein kleiner Mensch, aber ich stelle mir das so vor, dass also er in der Auferstehung quasi der Tod, also ich glaube, das sagt die Bibel auch, der Tod überwunden wurde. Also als sichtbares Zeichen für alle Welt, ja, sozusagen. Denn wenn, stellen wir mal vor, er wäre nicht vom Toten auferstanden. Dann wäre es ein Also, Opfer gewesen. genau, und dann, ja, Ja. dann wäre einer, Für uns gestorben wäre er dann. Ja. ja, Aber ist aber er ja nichts nicht. Besonderes, ja, wo ist der Beweis, dass er für uns gestorben ist? Ja, Das so, darfst du mich ja nicht fragen. durch die Auferstehung ist sozusagen für alle sichtbar die Botschaft, seht her, das war wirklich der Sohn Gottes, wie das der römische Hauptmann sagt. Simon, bitte, ich quatsch zu viel.
Ja, Simon, jetzt bist du wieder dran. Entschuldige, also Heinrich, als zwei Fragen an Heinrich waren das jetzt. Jetzt muss die nächste an Simon gehen, sonst ist es unfair. Ja, also was passiert zum Beispiel mit den Menschen, die noch nie von Nidos gehört haben? Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Welches Konzept gilt da? Die können es ja nicht annehmen, dieses Opfer, weil sie es nicht wissen. Und wenn sie damals noch keine Juden waren, dann haben sie dieses Opferlamm ja auch nicht gehabt. Also welches Konzept hatten die, damit ihre Sünden vergeben werden? Ja, Frage ich mich. also ich glaube, Paulus sagt mal, das Gesetz war in ihrer Herzen geschrieben. Das heißt, also Gewissen kann man sagen. Also sie wissen eigentlich, was gut und was falsch ist. Und die kommen genau wie alle anderen ins Gericht. Ja, und ich möchte nur mal erinnern also den biblischen Bericht über Jona und Ninive. Das Ninive war eine heidnische Stadt und Jona wollte den gar nicht, hat den Gericht gepredigt. Ihr werdet hier in 40 Tagen werdet ihr untergehen und die haben in Sack und Asche Buße getan und Jesus sagt, sie werden mit zu Gericht sitzen. Die werden nicht ins Gericht kommen, sondern mit zu Gericht sitzen, Beisitzer sein. Ja, also das heißt schon, dass ich sage jetzt mal, wer moralisch da gelebt hat oder was weiß ich. Es heißt in Offenbarung 20, und sie werden nach ihren Werken beurteilt werden im Gericht. Das heißt also, der Bibelgott hatte für diese Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben, auch schon ein Konzept vorgesehen. Das heißt, er hat insgesamt drei Konzepte gehabt. Eins für die Juden, eins für die Christen und eins für die Heiden. Und dann muss man doch die Kann ich Frage. nicht sagen. Woher soll ich das wissen, wie Gott das am Ende machen wird? Aber es gibt so eine Bibel. Ich kann jetzt nur so ein bisschen, also Nee, das ist ist so gut, wenn du es wie. nicht sagen kannst. Heinrich, Nein, ich du kann bist es nicht wirklich. wirklich. Ich bin nicht Gott, der das alles so, also auch nicht hier so der Pressesprecher von Gott, ja, der dann sagt, so und so und so. Also ich habe Dann eine Frage möchte. an Sie. Oder Simon, mach weiter, wenn du, wenn du. Ja, ganz kurz noch, die eine Sache noch. Mir ist aufgefallen, ist mir bewusst geworden, dass es nie Sinn ergibt, weil für die Menschen, die vor Jesus gelebt haben, da gibt es nur drei Möglichkeiten. Entweder es sind vor Jesus mehr Menschen in die Hölle gekommen als nach Jesus, dann haben die, die vor Jesus gelebt haben, einfach Pech gehabt. Oder es sind vor Jesus mehr Menschen in den Himmel gekommen als nach Jesus. Dann haben die Menschen, die vor Jesus gelebt haben, einfach Glück gehabt. Oder es sind gleich viele Menschen in die Hölle gekommen. Dann stellt sich die Frage, warum der überhaupt auf die Erde gekommen ist. Es macht in allen drei Fällen Moment, nie Sinn. Moment. Wir reden vom biblischen Konzept, ja? Ja. Also nicht so. Nach biblischem Konzept kommen die gestorbenen Menschen ins Totenreich, nicht in die Hölle. Das Totenreich mag eine Abteilung Hölle haben, aber sie kommen ins Totenreich. Es gibt viele Stellen, die von einem Totenreich sprechen, in das die Verstorbenen kommen, wo sie bis zum jüngsten Gericht aufbewahrt werden. Dass einige vielleicht ganz schlimme Finger oder was dann in eine Abteilung Hölle im Totenreich kommen mag sein. Und dann gibt es eben auch noch eine Abteilung Paradies. Aber auch da ist sozusagen, es ist noch nicht der Himmel, das Paradies. Ja, also wie sagte Jesus zu dem Schächer am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja. Das Also, heißt also. ja, erst also nicht, also Totenreich. Man kommt ins Totenreich. Und da sind alle möglichen Ebenen enthalten. Das ist nicht schlecht, das ist Ja, nicht gut per ich sage se. jetzt mal so, wie gesagt, ich bin nicht der Pressesprecher Gottes und das ist auch jetzt so das, was ich so mir aus der Bibel zusammenklamausüre. Oder wie sagt man Klammer? Ja, also zusammenreime, ja. Ja, und die Bibel hat viele Ungereimtheiten, habe ich ja schon gesagt. Und wer da jetzt so mit so einem, da steht aber da und da und da und in der Wortbedeutung das und das und dann ist das so und so, vergiss es. So, jetzt muss Daniel. ich noch mal kurz. Ja, also Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber 55 Minuten sind rum. Ja, Und also ich für habe alle, die. gequatscht.
Ja, der Heinrich hat sehr viel geredet. Also Simon, da musst du noch, das musst du jetzt, das musst du beachten. Wenn der Heinrich, wenn du den Heinrich Fragen stellst, dann redet der, da hört der nicht mehr auf. Da musst du schon, Heinrich, nimm es mir nicht Ja, ich böse, ne? wollte Aber es noch. fällt einem wirklich sehr extrem auf. Ich habe eine Frage an dich, Simon. Und Ja. während du diese Frage verarbeitest, kannst du ja mal realisieren, wir gehen ins Finale, ja, also ich lege jetzt noch ein paar Minuten drauf, weil es ist ja wirklich jetzt nicht so richtig, da kannst du vielleicht deinen Hauptpunkt nochmal machen und ich würde dir Ja. empfehlen, es als Aussage zu formulieren und nicht als Frage, sonst wird Heinrich da Ja. wieder 10 Minuten erzählen. Genau, Gut, ja. also die Frage ist von Fire Drake. Ich möchte wissen, woher Simon die Gewissheit hat, dass Neil Donald Walsh mit Gott gesprochen hat. Wo ist der Unterschied zu einem anderen Propheten oder einer Offenbarung? Also der Unterschied zu anderen Propheten ist natürlich, dass der Neil Donald Walsh keine Superkräfte hat und der Jesus, der konnte heilen und so weiter. Das ist schon mal ein Unterschied. Aber das, was dieses Buch mit den Menschen gemacht hat, das hat mich überzeugt. Da sind so krasse Passagen drinnen. Zum Beispiel solche starken Sätze wie: Solange ihr wenig Geld habt, hasst ihr es. Sobald ihr viel Geld habt, liebt ihr es. Das ist so stark. Oder den Entwicklungszustand eines Menschen kannst du daran erkennen, was er als sein Vergnügen bezeichnet. Das sind so weise Worte drinnen, die mich einfach total begeistert haben. Und ich kann kurz eine Erfahrung liefern oder zwei. Nee, Und nee, zwar, brauchen wir nicht. Alles ja gut. gut, Die dann. Frage ist beantwortet. Ja. Also jetzt keine persönlichen Storys. Ja. Ihr wollt ja untereinander reden. Gut, dann, ja. Genau. Ne? Es sei denn, du Also willst das Heinrich erzählen, aber mir musst du es die nicht drei erzählen. Punkte, also die drei Themen, die ich noch ansprechen wollte, das ist einmal das Thema Reinkarnation ganz kurz, dann ob Gott ein Massenmörder ist und ob das mit der Hölle überhaupt Sinn ergibt. Diese drei Punkte wollte ich noch ansprechen. Genau. Und zwar fangen wir an mit der Reinkarnation. Also warum hat sich der Bibelgott dagegen entschieden, die Reinkarnation einzu... Also stimmt da. Ich muss das ja als Aussage formulieren. Also ich halte es für nicht sinnvoll, dass der Bibelgott sich dagegen entschieden hat, die Reinkarnation einzuführen. Denn wenn er die Reinkarnation einführen würde, dann hätten die Menschen mehr Zeit und somit zu ihm zu kommen. Dann würden sie nicht in die Hölle müssen. Dann hätten wir das Karma als ausgleichende Gerechtigkeit, anstatt dass sie einfach ausgelöscht werden. Das halte ich für gerechter. Es ist einfach verhältnismäßiger, finde ich. Und deswegen, dadurch, dass die Menschen nicht nur ein Leben Zeit haben, um zum Gott zu finden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, das zu empfinden, wenn sie viele Reinkarnationen Zeit haben. Das halte ich für sinnvoller, finde ich. Das scheint dialogischer zu sein, aber wie gesagt, biblisches Konzept ist anders. Ein Leben und danach das Gericht. Also du hast eine Chance und danach ist es vorbei. Also Das ist. in Hebräer steht da, einem jedem ist bestimmt, nur einmal zu sterben Ja, und habe ich ja danach das gerade ge Gericht. Ja. Ja, das habe ich ja gerade Und zitiert. Also. dieser Satz, den hat auch der letzte YouTuber gebracht und man muss sich die Frage stellen, wer stirbt denn? Es stirbt nur der Körper. Die Seele, also das, was wir Ja, sind, das ist stirbt da damit gar nicht. gemeint. Ja, das ist damit gemeint. Also, dass sozusagen man stirbt, man kommt ins Totenreich und irgendwann wird dann zum jüngsten Gericht auferweckt. Also wird dann vor den Thron Gottes Also gebeamt. bei diesem Satz, da sehe ich keinen Widerspruch zur Reinkarnation, weil der Körper stirbt ja wirklich nur einmal und die Seele stirbt ja überhaupt nicht. Von daher, damit ist ja noch nicht gesagt, Aber dass. danach das Gericht. Ja, dann ist die Frage, was dort gemacht wird. Also, wie gesagt, die Aussage, nur einmal sterben, ja, gut, Kommst du also. nicht so auf klar. Aber die Frage musst du dann Gott persönlich stellen, dann, wenn du vor dem Thron Gottes stehst. Ja. Gut, dann schauen wir uns Warum er mal. das so gemacht hat und nicht karmamäßig. Ja, Falls das du, ja. kannst du nicht beantworten. Nee. Gut, dann könnte es Ich sein, bin dass nicht Gott. also Ich der weiß nicht, was Bibel, sich dabei gedacht hat. also wenn jetzt der Sorry. Bibel, also wenn jetzt der Bibelgott die Sintflut hereinbeschwört oder Feuer vom Himmel regnen lässt, dann schaut doch das eher so aus, als ob er ein Massenmörder ist. Und gleichzeitig hat er das Gesetz aufgestellt, du sollst nicht töten. Das ist doch ein Bild, ist heuchlerisch, oder nicht? Ja, also das du sollst nicht töten, gilt für das menschliche Miteinander. Und dieses
Was die Sintflut angeht, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, das steht zuvor, alles Trachten auf Erden war böse. Ja, so, und da beschloss Gott so, die Menschheit auszutilgen, aber nicht ganz. So, da kann man sagen, ja, aber da hätte ich jetzt fast wieder irre letzte Mal gesagt. Also letztlich, Gott ist Gott. Der kann mit seiner Menschheit machen, was er will. Ja, also ich möchte jetzt nicht so, nicht so exakt wie Eret argumentiert hat, aber grundsätzlich ist das natürlich so, dass das, und ich sag mal so, Gott wird schon wissen, was er tut. Da gehe ich mal von aus. Ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht alles erklären können. Ja, Gott wird wissen, was er tut, und er tut das, was er tut, vor einem Milliardenheer von Beobachtern, also Engeln und ja, so, das heißt, wenn er wirklich ungerecht handeln würde, kriegten das alle mit. Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass Gott sich diese Blöße geben würde, vor allen Leuten als der Mafia-Boss dazustehen. Vor allen Ja, in diesem Zusammenhang bin ich mir nicht so sicher, ob der Gott von dir wirklich weiß, was er tut, weil in der Bibel, im Buch Mose steht drinnen, hat er selber gesagt, dieser Gott, und da habe ich die Bibel sofort zugemacht, da wusste ich, da brauche ich nicht mehr weiterzulesen. Da hat dieser Gott gesagt, es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Ich kann dir vielleicht den Vers nochmal raussuchen, wenn du möchtest. Ja, ich kenne den Vers. Ja. Und da muss man sich schon an den Kopf fassen, weil das kann eigentlich nicht sein. Weil ein Gott, der keine Fehler macht, der kann auch nichts bereuen, weil der Reue geht ein Fehler voraus. Und dieser eine Satz ist für mich eine Widerlegung des Christentums im Alleingang. Ja, also wenn man jetzt, also jetzt, ich sage jetzt mal so, Menschen haben die Bibel geschrieben, ne, und dann auch manchmal Dinge vielleicht auch in den Jesus oder auch Gott in den Mund gelegt, wer weiß. Ja, aber nehmen wir den jetzt mal an, er hätte das wirklich gesagt, dann wäre eine mögliche Interpretation, dass er, wenn er also, wie ich eingangs sagte, gegenwärtig agiert, als wenn er nicht wüsste, was passieren würde, dann kann er natürlich auch im Prinzip enttäuscht werden. Ja, also von dem Freien, von dem, was der Mensch mit dem mit seinem freien Willen macht. Ne? Also Enttäuschung geht er nicht, weil der weiß so. Ja alles vorher. Nee, habe ich doch gerade erklärt. Wenn er sozusagen das, was er alles weiß, sozusagen ausklammert. Ne? Nur auf der gegenwärtig, just in the moment, immer so gegenwärtig agiert, als wenn er es nicht wüsste. Ne? Also den Menschen hat er ja einen freien Willen gegeben. So, und dann, er weiß natürlich, was der Mensch mit dem freien Willen macht, aber er agiert so, als wenn er es nicht wüsste. Und dann kann er natürlich auch enttäuscht sein, wie ein Vater von seinen Kindern enttäuscht ist, wenn die irgendwie was da also verbocken. Enttäuscht ist ein menschlicher Vater von seinen Kindern erst dann, wenn er sich geirrt hat vorher, der menschliche Vater. Ja, und der Gott kann sich natürlich irren, wenn er so seine Allwissenheit ausschaltet. Warum sollte er sowas machen? Um im Gegenwartsmodus zu agieren. Es ist doch, dann kann er auch irren. Er hat doch die Verantwortung, das Negative zu verhindern, weil der mehr weiß, ist immer der größere Verantwortung als der nicht so viel weiß. Also wenn er uns Menschen den freien Willen gegeben hat, dann hat er nicht die Verantwortung, das zu verhindern. Er hat uns das, hier die Erde in Selbstverwaltung, macht euch die Erde untertan, da ist er erstmal außen vor. Sagt, am Ende komme ich wieder und dann rechnen wir ab. So, meine Lieben, ja, die Zeit ist im Wesentlichen um. Jetzt habe ich aber, jetzt pass auf, ich habe jetzt eine spontane Sache. Das ist also nicht so geplant gewesen. Mhm. Also normalerweise wäre jetzt die Debatte zu Ende, weil wir sind jetzt eine Stunde, 5 Minuten. Mhm. Wir wollten ungefähr eine Stunde machen. Ich wollte noch ein Thema ansprechen. Du kannst noch ein Thema machen, aber Simon, du kannst gerne. Und da muss ich jetzt Heinrich natürlich fragen, ob er einverstanden ist, weil das ist jetzt wirklich spontan entstanden.
Torge hat Lust, ein bisschen mit Heinrich zu diskutieren. Und Torge ist ja bei uns auf Atheismus TV Moderator und kann ja nie mitreden, inhaltlich. Und er hat gerade gesagt, ich würde gern reinkommen und ein bisschen Feuer bringen. Und ja, bring das Feuer, Torge, Feuer. Aber es soll natürlich ein Duell bleiben. Das heißt, ich würde jetzt Simon sagen, mach deinen Punkt noch. Ansonsten hätte ich jetzt nämlich eh Schluss gemacht. Und dann kann Torge vielleicht noch ein halbes Stündchen mit Heinrich sprechen. Ja. Vollendet dein Werk, Simon. Ja, und zwar der Knackpunkt überhaupt im Christentum, das ist das mit der Hölle. Also ich finde es schon mal gut, dass du nicht daran glaubst, dass man wirklich bis in alle Ewigkeit bei vollem Bewusstsein brennen muss. Du bist eher einer von denen, die sagen, man wird einfach ausgelöscht. Und ja, ich habe heute nochmal das Wort verbrennen gelesen. Ja. Nicht brennen, man wird nicht brennen, sondern verbrennen. Ja. Genau. Und das mit der Hölle selbst, wenn wir diese Variante nehmen, dann bleiben die Widersprüche die gleichen oder die meisten. Und zwar haben wir als allererstes das freie Wille-Paradoxon. Auf der einen Seite hat der Bibelgott uns einen freien Willen gegeben und auf der anderen Seite bist du dir als Christ sicher, ich habe jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt diesen einen Weg oder ich höre auf zu existieren. Also das hört sich für mich nicht nach einem freien Willen an. Das ist eher Erpressung und das halte ich für heuchlerisch. Also das kommt mir irgendwie nicht sinnvoll vor. Ja, also ich habe ja gesagt, mir kommt, sag mal, ich habe auch... Wenn ich das machen könnte, würde ich sagen, kommt Jungs, alle ab in den Himmel. Und zwar sofort. Machen wir hier den Laden dicht und alle ab in den Himmel. Ja, so. Das wäre so meine... aber das ist natürlich klar, das ist hier Wunschdenken. So, ja, jetzt mit dem Hölle, Einsatz noch mit der Hölle. Ich gehe ja eigentlich vom Totenreich aus. Aber du hast gesagt, jetzt Auslöschung, ne? War jetzt, wir haben ja über Auslöschung geredet. Also worum lässt er zu, dass Menschen ausgelöscht werden? Und was war jetzt nochmal der Punkt? Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Der freie Wille, das freie Wille-Paradoxon. Ach so, ja. Der Punkt ist eigentlich der, dass wir sind eigentlich alle verloren. Wir sind eigentlich alle verloren. Wir sind durch Adams... aus biblisch gesehen, durch Adams Schuld sind wir alle verloren, aber Gott bietet uns in Christus das Heil an. Das heißt, wenn wir das nicht annehmen, dann ist es eigentlich im Grunde genommen ist es so, dass wir eh alle untergehen müssten. Aber er sagt, okay, aber wenn du willst, rette ich dich. So, du kannst entscheiden. Ja, nein. Ja, das setzt aber voraus, dass in der Schöpfung die Dinge so geschehen sind, dass dieser Schlamassel passiert. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wieso dieser Gott zugelassen hat, dass solche Möglichkeiten überhaupt bestehen. Also zum Beispiel unser Gott, ja, der hat das ganz anders gelöst von Anfang an. Der hat sich von Anfang an gegen eine Hölle entschieden. Der hat von Anfang an die Reinkarnation eingeführt, weil er das einfach für sinnvoll erachtet, einfach weil es dienlich ist. Unser Gott hat gesagt, ihr könnt mich nicht verfehlen, weil es nicht in meinem Plan ist, dass ihr mich verfehlt. Und wir auch seid ja alle im Nirvana, ne? Naja, also auf Dauer. Aber die Frage ist halt, es gibt da viele Himmelreiche in unserem Weltbild. Das heißt, das für dich, dass du nach dem Tod in den Christenhimmel kommen wirst und die Muslime werden in ihren Himmel kommen, also wenn sie gute Simon, Menschen waren. Simon, ja. Ob du deinen Gott jemals sehen wirst, wage ich zu bezweifeln. Wirklich? Meinst du, weil du irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, die dich bestätigt haben? Also ich hoffe, meinen Gott, an den ich glaube, zu sehen, und zwar nicht sozusagen auf der anderen Seite der Richterbank, sondern ja. Ja, okay, gut. Wenn ich recht habe, erfahren wir es nie, Freunde. aber gut, also alles klar. Ich habe gerade gesehen, Torge ist jetzt in der Lobby. Simon, läuft sich warm. Genau, Torge ist, wird, du kennst doch, Torge ist doch auch ein ganz Lieber, aber vielleicht wird er ein bisschen Feuer jetzt reinbringen, Simon, Heinrich. Simon, danke für diese wirklich freundliche und faire Absolut, ja. Gerne.
Vielen Dank, Ja, Simon, also dass du das auch würde ich mitgemacht ja hast. gerne mal irgendwann mit dir mal fortsetzen, können wir ruhig irgendwann mal machen. Ja. Ja, also es war wirklich sehr angenehm mit dir, muss ich wirklich Ja, sagen. sehr gerne. Simon, dann verabschiede ich dich jetzt erstmal, ja, und wir sprechen uns später auf Discord Discord. vielleicht, ne? Genau. Passt. Alles Ja. klar. Okay, bis dann. So Tschüss. jetzt. So, dann Jetzt kommt Torge. hole ich den Torge The mal next rein. challenger. Grüß dich, Hi. Torge. Hallo. Das passt jetzt So. auch, gut, weil Torge ist ja auch Pantheist eigentlich, also kein Esoteriker in Ah dem ja. Sinne, aber Pantheist, deswegen hat das jetzt tatsächlich geklappt. Grüß dich, mein Lieber. Sorge, Ja, rette da, das Rett. wie geht's euch allen? Na? Alles dufte? Super. Sehr schön. Rette die den Pantheismus. Ja, der Heinrich, der hat gerade so viel geredet, dass er Simon gar nicht seine Punkte richtig machen konnte. Ich glaube, da musst du jetzt mal ein bisschen. Naja, ich sag mal, es ist ja, weißt du, nur weil jemand ja halt viel redet, heißt es ja nicht, dass das auch wirklich Substanz hat, was er sagt, ne? Man kann ja viel reden, aber Torge, das kannst du dein funktioniert Mikro mal ein bisschen näher? Das hört sich sehr weit nicht. weg an, Ja, ja. ich bin auch ein bisschen weit weg. Ja, du es mal ein bisschen näher. Ja, Schluck trinken. jetzt, oder? Ja, so ist viel besser, ja. Ja. Okay. Nee, das ist gerade passte, weil ich komme gerade sozusagen aus meinem Urlaub. Ich war bei der Comic-Con, ne? Und Ja. habe Freddy Krüger getroffen, war sehr, sehr interessant, habe ein Autogramm von dem gekriegt. Ne, der ist Echt? natürlich nicht so ein großer Albtraum wie der biblische Gott, aber immerhin ist das Wer ist Freddy Krüger? eine Horrorgestalt. Eine Horrorgestalt ist das. Okay. Und ja. Auf jeden Fall kann ich ja mal mit so ein paar Fragen anfangen, Heinrich. Gerne. Oha, der hat bis jetzt nur Fragen bekommen, der Heinrich. Okay. Ja, Willst du Fragen stellen? ich guck schon, No, ich mach guck mal. schon. Ich versuche, man muss, ich will ja schon irgendwie, das muss ja schon irgendeinen vernünftigen Ja. Dialog hier haben. Ja, Ich mach will ja mal, jetzt Torge. nicht Nein, Torge, ich mache jetzt auch keinen außen Kaskoverei. einreden, sondern das muss ja schon Nein. irgendwo, muss Nein, das das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich werde so mich einen auch. Kontext haben, ne? Das Ja. muss ja auch irgendwie, wie kommen wir jetzt auf dieses Thema, ne? Ja. Das, weil das soll ja nicht wie die Bibel sein, dass man manchmal gar nicht versteht, warum steht das jetzt da so, warum ist das so. Deswegen, also ich habe da schon einen etwas anderen Anspruch. Ja, Heinrich, warum glaubst du, dass das Christentum wahr ist? Das ist eine super Frage. Das ist Ach, eine hör auf, mir absolut zu super Frage. helfen. Das ist eine super Frage. Ja. Besser, also das ist so eine Vorlage, eine Steilvorlage. Ich glaube, aus einem, ich habe das, du hast es am Anfang nicht mitbekommen, in meinem Eingangsstatement. Ja, man kann so viel gegen das Christentum sagen, was da alles in 2000 Jahren Ja, verbrochen das ist stimmt. Das Christentum und gibt so ja weiter. einen auch wirklich viel Grund dafür. Ja, genau. Und es gibt in der Bibel sind so viele Widersprüche, Ungereimtheiten und so weiter. Man kann wirklich so viel gegen die Bibel, den christlichen Glauben, gegen uns Christen sagen. Aber das Christentum steht und fällt mit der Botschaft vom Kreuz. Aber ist Wenn das nicht eigentlich dadurch schon schwach, wenn man in dem Sinne sagt, es steht nur mit ein, es hat im Grunde nur ein Standbein? Ist das nicht dann Nein, ein, nein, wenn es man ist das ein. dann wegnimmt, also Nee, nee. verfällt das gesamte Konzept? Ja, Also auf so ein, in da der hätte Tat. ich zum Beispiel gesagt, also auf so ein Konzept würde ich zum Beispiel nicht mein Leben bauen, wenn das nur auf ein Warte, so ein Standbein stehen warte, warte, würde. warte, warte, warte. Ich habe dir nicht zu Ende geredet. Also, es ist tatsächlich so, wenn du das Kreuz wegnimmst, ja, also dann ist der christliche Glaube zerbrochen. Also wenn das Kreuz steht für mich jetzt für Tod und Auferstehung Jesu. Wenn das nicht stimmt, also die Erlösung, die am Kreuz vollbracht ist und die Auferstehung Jesu, die Überwindung des Todes, dann ist die christliche Botschaft definitiv falsch. Wenn sie aber stimmt, dann ist sie wirklich die Wahrheit.
Und was, ja, wenn der Islam plötzlich war, dann hast du ziemliche Probleme. Ja, dann stimmt die Kreuzquote. Wenn du auf einmal stirbst und auf einmal steht Allah vor dir, ja, dann hast du ganz schöne Probleme. Dann habe ich geirrt, dann war die Erlösungsbotschaft vom Kreuz war falsch. Und was machst du, wenn Shiva vor dir steht? Ja, oder ich sag Vishnu, ja, dann habe ich abgelost. Ja, ich setze auf wirklich das Kreuz. Im Kreuz, also im 1. Korinther heißt es. Aber Heinrich, mal eine Frage zwischendurch. Warum diese Religion? Warum das Kreuz? Warum setzt du nicht einfach auf etwas so Simples, sag ich jetzt mal, wie die Liebe? Warum muss es dieses Kreuz sein? Warum diese Religion? Ja, weil ich eben durch Erlebnisse zum Kreuz, also ich werde auch hier unter dem Stream, werde ich meine Bekehrungsgeschichte, den Link dazu, denn ich bin wirklich durch Zeichen und Wunder, durch viele Fügungen, bin ich sozusagen damals ins Jesushaus geleitet, bin ich ans Kreuz geleitet. Ich weiß das ja. Warte mal, ich weiß das ja. Ja. Du hast viele Erlebnisse gehabt, aber eigentlich die Frage ist doch auch, wie kann man diese Erlebnisse wirklich einsortieren? Weil in allen Religionen haben Menschen doch Erlebnisse, Unio Mysticas, also Verbindungen, Vereinigungen mit Gott. Ja, ja, und es ist doch die Frage, interpretierst du die Dinge falsch vielleicht sogar? Denk mal darüber nach. Ja, ich habe gerade erzählt, ich habe Robert Englund, den Schauspieler von Freddy Krueger, geglaubt. Stell dir mal vor, jemand, der würde zur Comic-Con fahren und er würde Robert Englund, den Schauspieler von Freddy Krueger, sehen und dann würde er danach sagen, ja, darum existiert Freddy Krueger wirklich, ich habe ihn doch gesehen auf einer Messe. Deswegen ist es auch immer die Frage, Erlebnisse sind Erlebnisse, aber die Frage ist auch, interpretierst du diese Dinge richtig? Weil ich habe ganz oft Gespräche mit Andersgläubigen, mit also die wirklich überragende Dinge erzählen. Und dann erzählen die, darum existiert mein Gott, aber warum? Ja. Warum sollte das ein Beweis für genau diesen einen Gott sein? Weil das Problem ja an der Sache ist ja nicht, Heinrich, weil wir sind beide Gottesgläubige in dem Sinne. Das Problem ist nicht, dass du eben an Gott glaubst oder so. Wie gesagt, ich bin kein Atheist, sondern dass du eben sagst, darum gibt es nur diesen einen exklusiven speziellen Gott. Diesen einen Weg nur, diesen einen Weg zu Gott. Ja. Den gibt es deswegen nicht. Also diese Brücke will ich sehen. Ich will sehen, dass das, was du erlebst, nicht einfach nur eine persönliche Interpretation ist. Deswegen ist die Frage, kann man das wirklich als ein Argument gelten lassen mit Autorität oder sollte man das einfach neben den anderen Erlebnissen stellen? Torge, pass auf, ich mache dir ein Angebot. Und das Angebot lautet so, dass ich einfach... grundsätzlich habe ich ja schon oft gesagt, ist subjektive Gewissheit immer das Höchste des Möglichen. Eine objektive Gewissheit kann es nicht geben. Da gebe ich dir recht. Dafür sind wir Menschen. So, wenn ich also jetzt nur meine Überzeugung oder Position darlege oder untermauere oder mit Argumenten belege, dann ist das sozusagen theoretisch auch möglich, dass ich irre. Ja? Und dass eben deine Sichtweise richtiger wäre als meine. Aber ich möchte jetzt ganz kurz sagen, du hast mir die Frage gestellt, wieso mein Glaube richtig oder wahr sein soll. So, und jetzt will ich mal sagen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn mit der Erlösungsbotschaft, also wenn, also als ich sozusagen Jesus in mein Leben gebeten habe, wenn da nichts passiert wäre, wäre die Sache für mich erledigt gewesen. So, da ist aber wirklich richtig was passiert. Und bei allen, die das gemacht haben, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, also bei allen weiß ich ja nicht, aber bei vielen, die ich auch persönlich kenne und auch von vielen Büchern, die ich gelesen habe, ist dort richtig was passiert. In dem Moment der Lebensübergabe, in dem man Jesus... Ja, Heinrich. So, warte. Ich höre dir gerne zu, aber wir wollen ja nicht, dass das hier ein Monolog wird. Ich würde gerne Ein Satz noch. Das ist das eine, warum ich darauf so bestehe. Das andere ist aber, was du sagst, was deine Sichtweise angeht oder eben, dass in der Mystik eben viele Dinge passieren. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ja, aber aus christlicher Sicht ist es so, dass unsere
dieses Erlösungsding für uns Christen funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, wären wir keine Christen. Das ist der Punkt. Also ich muss ganz ehrlich jetzt sagen, Heinrich, im Hinblick auf mein Einwand gerade, hast du eigentlich jetzt nichts wirklich gesagt. Weil ich gebe dir das ja. Ich gebe dir das ja, dass du diese Erfahrung hattest, dass du diese mystischen Erlebnisse hattest. Das will ich dir gar nicht wegnehmen. Was ich dir aber wegnehmen will, ist diese Autorität, dass man eben sagt, es war nur mein spezieller Gott. Wir hatten jetzt am Samstag hatten wir auch ein Treffen, weil ich leite ja einen pantheistischen Verein. Wir haben ja Pantheismus auch organisiert. Und da hat am Tisch auch ein Ex-Muslim darüber gesprochen, dass er im Islam, in den abrahamitischen Religionen, einfach nichts finden konnte. Er hat nichts gespürt. Aber beim Pantheismus hat er wirklich etwas gespürt, in dem Sinne. So, wer von euch hat jetzt recht? Du redest ja genau davon eben, man weiß es objektiv eben nicht. So, aber was man kann es nicht objektiv wiederum beweisen. Tun könnte, was man wiederum tun könnte, weil da gebe ich dir recht, man weiß es nie genau. Was man wiederum tun könnte, dass man einen Glauben auf etwas baut, was sehr wahrscheinlich ist. Der Pantheismus zum Beispiel ist ja auch ein Glaube, der sich sehr viel mit der Natur beschäftigt, mit Naturwissenschaft. Und die Natur ist keine Theologie, die Natur ist keine Meinung. Die Natur ist eine Instanz über uns. In dem Sinne, wenn du verstehst, in welche Richtung ich möchte. Das bedeutet, warum müssen wir diese mythologischen Sensationen reinholen? Warum brauchen wir das, wenn wir doch schon um uns herum Wunder genug haben, nämlich die Natur? Weil mythologische Sensationen gibt es in allen Religionen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass es wahr ist? Weil wir können das, was wir im Christentum sehen, Leute, die von den Toten auferstehen, sprechende Schlangen, schwangere Jungfrauen, das können wir nicht mit der Realität abgleichen. Warum wähle ich dann nicht eine Glaubensform, die mit der Realität gut harmoniert? Warum dann nicht lieber der Weg, ein Weg, wo zum Beispiel auch die Methode der Wahrscheinlichkeit trifft und einsetzt? Warum diese mythologischen Sensationen mit jemandem, der vor 2000 Jahren von den Toten auferstanden ist, was du alles nicht mehr nachvollziehen kannst? Aber die Macht und das Wunder der Natur, das siehst du immer noch. Das ist sozusagen, der christliche Gott hat sich vor 2000 Jahren offenbart und der pantheistische Gott, der offenbart sich in jeder Sekunde des Lebens. Warum sollte ich mich nicht eher diesem Gott zuwenden, der sich in jeder Sekunde des Lebens uns offenbart und den man auch sehen kann? Da gibt es zum Beispiel ein geniales Bild, da erinnere ich mich gerade dran, Missionare gehen so zu Indianern oder irgendeinem Naturvolk und sagen zu dem, ihr seid doch primitiv, ihr betet die Sonne an. Und dann sagt aber dieses Naturvolk, ja, aber unsere Sonne kann man doch sehen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Warum muss es so eine mythologische Sensation sein, wenn wir doch Wunder um uns genug haben? Warum brauchen wir diese Theologie, diese Bibel, den Koran? Warum brauchen wir das in dem Sinne? Warum muss es diese Bücherreligion sein? Wieso? Ja, gute Frage. Also ich sag mal so, die Natur ist voller Wunder und auch voller Magie, wenn man so will. Und oder Mystik, ich will das gar nicht leugnen. Und persönlich würde ich wahrscheinlich, habe ich schon oft gesagt, vielleicht wäre ich Pantheist geworden. Oder Heinrich, und jetzt kommt's. Und das ist es jetzt. Du kannst Pantheist werden und trotzdem Christ bleiben. Ja. Meister Eckhart. Man kann trotzdem in einem aufgeklärten Sinne an das Christentum... Jetzt hast du mich aber unterbrochen, Torge. Ne? Warte mal kurz, das Christentum... man, ja, er darf einmal, weil du auch so viel geredet hast heute schon. Aber genau, ja. Nochmal, dass ich es nicht durchgehe. Immer auf den Moderator hören, Heinrich. Immer auf den Moderator hören. Der Moderator ist ihr Gott. Nein. Nur sein Gesandter. Helfer. Warte, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Meister Eckhart. Meister Eckhart, du warst doch Meister Eckhart. Weil es gibt ja,
man muss ja mal wirklich jetzt etwas auch sagen. Es gibt nicht das Christentum. Es gibt nicht die eine Lehre, das eine Verständnis deines Glaubens. Das ist ja eben etwas auch, was man kritisieren kann. In dem Sinne nicht muss, aber auch kann. Das Christentum ist fast schon so wie der Hinduismus eine Sammelreligion. Welchen Jesus meinst du? Welches Christentum meinst du? In dem Sinne. Katholisch, evangelisch, im Kreuz, Zeugen Jehovas. Im Kreuz werden wir uns wieder einig, wir Christen. Ja, aber wie kommt man dahin? Was ist die heilsnotwendige Lehre? Also das Christentum ist eben halt auch eine Religion, die irgendwo ganz unklar ist. Und darum gibt es ja auch so viele Abspaltungen davon. Und darum will ich dir sagen, Heinrich, im Grunde, ich kenne solche Menschen, die denken sehr pantheistisch. Und trotzdem haben die Gefallen am Christentum. Und das ist ja auch okay, weil dieser Jesus eben als der Sohn Gottes sozusagen, weil Gott offenbart sich ja immer und immer wieder. Und man kann ja, es gibt ja auch sogar einen Yoga-Jesus. Deswegen ist es so die Frage halt, weil es doch genau so viele Christentume gibt, warum fängt man dann nicht gleich sowieso mit einer Meta-Religion an, wo wirklich Religionen nebeneinander stehen können, wo Jesus neben Buddha stehen kann und neben Krishna stehen kann? Warum dieses nur Christentum? Ja. Im Hinblick darauf, dass es gar nicht nur das Christentum gibt und nur diese eine Verpackung des Christentums. Verstehst du, was ich will von dir, Heinrich? Ich verstehe, total, was du möchtest. Du möchtest sozusagen meinen engstirnigen Glauben auf eine etwas breitere Basis stellen. Ja? Aufgrund der Faktenlage, weil es gibt für jede Religion eine starke Apologetik. Selbst Josef Dragiel und ein Sertac. Josef Dragiel ist ein bekannter Evangelikaler, Sertac von Iman TV. Setzt die zusammen. Und du kannst die 8 Stunden, die können 8 Stunden miteinander reden, die werden nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen und letztlich wird dabei nichts rumkommen, weil beide Argumente für ihre Religion haben. Deswegen Apologetik, ne, Verteidigung des Glaubens, daran sieht man eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, wie relativ Religion ist. Ja. Und genau weil Religion doch in dem Sinne relativ ist, ist es für mich ein guter Grund anzunehmen, dass es in Ordnung ist, wenn Religionen nebeneinander stehen können. Also, weil du kannst das Christentum nicht besser begründen als Islam. Also warum so beharren auf diese eine Religion? Ja. Warum nicht lieber etwas, ein Konzept annehmen, was alle Menschen zusammenbringt? Ja, ich kann, sagen wir mal, deinen Standpunkt verstehen. Ist mir auch durchaus sympathisch. Ja, ich sag jetzt mal so, rein menschlich betrachtet. Ne, dass du sagst, okay, alle Menschen werden Brüder, ich sag mal so auf Deutsch gesagt, und Schwestern. Und in allen Religionen werden mystische Erfahrungen gemacht. Und nicht nur in den Religionen, auch man kann als areligiöser Mensch kann man auch mystische Erfahrungen machen in der Natur. Und lasst uns doch alle eine Menschheit, das ist. Und da komme ich wieder zu einer Frage, Heinrich. Ich habe noch gar keine Beantwortung. Warte, ich will nur ein paar Sätze zwischenbringen. Ja. Das, was ich glaube, dass das auch dein Wunsch wäre, alle Menschen kommen zusammen, Heinrich. Also von mir aus können alle in den Himmel. Also alle Nein. Jetzt auf unserer Ebene, ich rede jetzt nicht vom Himmel, weil über Himmel, da sind wir uns einig, über sowas können wir gar nicht reden. Wir können nicht über die göttliche Realität reden, wirklich, weil wir sind Menschen, wir sind beschränkt. Also wir können darüber zwar reden, aber wir können darüber nicht objektiv reden. Wenn dir zum Beispiel das wichtig ist, dass Menschen zusammenkommen, dass wir eins werden in der Menschheit, warum plädierst du dann für eine Religion, die das seit 2000 Jahren nicht hinbekommen hat? Ja, weil eben die Wirklichkeit kein Wunschkonzert ist, Torge. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen sage ich sogar, Meta-Religion, Konzepte, die Völkerverständigung betreiben, etwas, was Sinn ergibt im Hinblick auf die Faktenlage, dass jede Religion ihre Wunder hat, ihre Apologetik hat. Genau, du gibst mir damit sogar recht. Das Leben ist kein Wunschkonzept und deswegen glaube ich auch so, wie ich glaube.
Ja, das ist ja, ich will dir deinen Glauben noch gar nicht ausreden, Torge. Und auch, dass du den hier so vehement vertrittst. Und ich sag mal, dass du deine guten Gründe für deinen Glauben, pantheistischen Glauben hast. Und das alles sehe ich sehr wohl. Ja, so, und das ist, sagen wir mal, aus deiner Sicht ist das, was ich hier veranstalte, ziemlich engstirnig. So, aber noch einmal, du hast jetzt so viel gesagt und ich kann jetzt auch gar nicht auf alle Punkte da eingehen, aber du hast zum Beispiel gesagt, dass wir Christen uns ja selber oder als Christentum wäre so zerfleddert und uneinig und ich habe dann aufs Kreuz gezeigt und sagt, im Kreuz werden wir uns einig. Also das heißt, das ist das, was an das, was wir uns klammern. Ja, so das heißt, im Korintherbrief heißt es, den Menschen, euch ist es eine Dummheit, uns ist es aber eine Gotteskraft, die uns selig macht. Ja, wir, die Erfahrungen, die wir in Verbindung mit dem Kreuz gemacht haben, sind uns so mächtig, dass wir meinen, dass sie eben so besonders sind, dass sie diese allgemeine Mystik, die du beschrieben hast, überragt. Dass sie tatsächlich das, etwas ganz Besonderes sind, einzigartig und das aus der allgemeinen Mystik herausragt. Zu Jesu Zeiten gab es viele Wunderheiler. Woher weißt du das? Was? Was ragt heraus? Die christliche Mystik ragt aus Nein, der nein, allgemeinen nicht die Mystik christliche heraus. Mystik, sondern das, was wir im Zusammenhang mit dem Kreuz erlebt haben. Das ist Woher weißt du so, das? ja, ich weiß doch, was ich erlebt habe und weil ich weiß, Ja, was aber weil du andere sagst, erlebt du haben. redest ja nicht von dir. Okay, jetzt redest du von dir, aber du sagst, du benutzt ja ständig das Wort wir. Wer ist Ja, ich, wir? also ich weiß, ich habe ja mit etlichen Leuten dann zu tun gehabt und ich lese viele christliche Bücher, wo Erfahrungsberichte sind. Wenn du mal hier Ja auf gut, aber YouTube ich gehst, lese ja auch viele christliche wenn du Bücher, mal aber auf ich lese ELF auch guckst, buddhistische, ja, hinduistische, esoteerische ja, ich und auch, ich deswegen auch, verstehe ich dein ich auch, Argument nicht. ich auch. Nein, es ist tatsächlich, zum Beispiel gibt es auf ERF gibt es einen Kanal. Der heißt Mensch Gott. Da berichten Menschen von darüber, was sie werden interviewt, was sie Ich wirklich kenne den dort. Kanal, aber der Kanal ist natürlich ein christlicher Sender. Ja, Ich nein, sage ich dir wollte nur heimlich, sagen. wenn ich denen jetzt eine Mail schicke und sage, Ja. hallo, hier ist der Torge, ich habe eine Erfahrung gemacht mit dem pantheistischen Gott und der hat mein Leben verändert. Weißt du, was ich kriegen würde? Ich würde eine Absage kriegen, weil die auch wahrscheinlich dort Genau, nur nein, die christliche sind nur auf den. Leute. Ja, Also genau. deswegen kann man das nicht wirklich als Also, Argument gelten, weil das ist ganz genau. klar ein Sender, der sich Ja, auf christliche Bekenntnisse genau. Nein, ich wollte, beschränkt und deswegen also ich wollte ja nur kann man das. verständlich machen, warum wir Christen so von unserem Gott überzeugt sind oder von unserer Erfahrung überzeugt sind oder so uns darüber festhalten, weil das, was wir erleben, ist für uns so beeindruckend gewesen, dass wir da richtig geflasht sind. Ja, frag mal die Deborah oder irgendeinen anderen Christen, den du. Ja, ich frage ja auch die Deborah, aber ich frage auch die ganzen Yoga-Leute. Ich frage die Genau. Hare Krishna. Gehe auf meinen YouTube-Kanal Ja, Pantheismus.tv. Ich rede so. Und jetzt Sufisten, wird sie. mit wie ich gerade sagte, Hare Krishnas. Letztens Ja. habe ich auch mit So. einem christlichen Furry ein Interview geführt. Ganz, ganz aufregend. So, und soll ich Aber mich jetzt. heimlich, ich glaube, Warte, wie warte. gesagt, du verstehst mein Argument nicht. Ich Doch, doch, weiß, doch, was ich du mir verstehe. sagen willst, aber bemerkst du nicht, Heinrich, dass ich ständig deine Argumente relativiere mit der Faktenlage? Ja, Wir alle machen Erlebnisse, genau. haben Erlebnisse mit Gott, So, vollkommen egal, welche Religion wir haben. Torge, ich kann Deswegen gebe mich, ich dir diesen Punkt nicht, dass das Christentum das wirklich überragt. Denn woher nimmst du diese Information? Wie kommst du darauf? ja, Torge, habe ich beim letzten Mal auch gesagt, dass ich ein Buch schreibe, ne? Habe ich doch gesagt. So, wo ich mich explizit auch eben mit den mystischen Erfahrungen, ich habe das, glaube ich, im Vorgespräch damals gesagt, mit dem Hadi zusammen, wo ich mich auch explizit, seit Jahren beschäftige ich mich schon mit mystischen Erfahrungen in anderen Religionen
Und speziell tibetischer Buddhismus, Schamanismus, brasilianische Geistchirurgie, Voodoo, alles. Das will ich die ganze, könnt ihr, wenn ich hier die ganzen Bücher, die ich hier stehen habe, hier aufhabe, dann hast du vielleicht 80 Bücher hier stehen. Ja, bei Ja, mir auch. so, war, Mein warte, Zimmer ist auch voller Bücher. so. Und ich habe das auch, ich weiß nicht, ob ich im Vorgespräch oder an anderer Stelle gesagt, dass natürlich aus christlicher Sicht, die, und jetzt mache ich mich natürlich wirklich unbeliebt bei dir und bei anderen auch, aber um Das der glaube ich Wahrheit nicht. willen, um meiner vermuteten Wahrheit willen, jetzt sage ich das so trotzdem. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich glaube, den Nachweis führen zu können, dass viele Dinge, mystische Erfahrungen oder übernatürliche Erfahrungen in anderen Religionen oder eben, sagen wir mal, Schamanismus und bla, dass da der Verdacht aus meiner Sicht nahe liegt, dass da Sag's nicht, sag nicht jetzt Dämon. Bitte nicht. Mach es nicht, Heinrich. Mach es nicht. Du bist so sympathisch. Du bist so ein toller Typ. Ganz, du bist besser als das. Sag nicht, das sind Dämonen. Du hast es ja für mich jetzt schon ausgesprochen, dann brauche ich Oh, dafür nichts zu Heinrich, machen. ehrlich jetzt? Weißt du, ich war mal letztens auch bei so einer Ja. Dava-Sendung, da wollten die mir auch erzählen, dass sie bei so einem Yoga-Verein, dass die da eigentlich mit ihrem Yoga Dämonen Ja. anziehen. Ich ganz ehrlich, das nee, das sind, Ja. da hast du Unrecht, Heinrich. In Wirklichkeit sind das alles Drachen, weil das sind dann die ganzen anderen werden von magisch, die ganzen anderen Ja. mystischen Erfahrungen werden von Drachen verursacht. Na, Heinrich, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch albern. Das Ja, ist doch also in eigentlich nur, es ist doch ganz klar eigentlich nur etwas, ja, ich habe um die Konkurrenz mundtot zu machen. nein, nein, Das nein, das sind ist Dämonen, die mit dir reden, genau. Und Dämonen erzählen mir auch ständig was von Liebe. Deswegen liebe ich ja auch alle so Menschen so, weil Dämonen ja auch sowas tun. Die reden ständig von Liebe. Und also, Heinrich, das kann ich gar nicht ernst nehmen, das Argument. Ja, Nicht so das, ungut. das Problem ist, ich habe ja Hier, nur. bei Iman TV, da war letztens auch ein Video hier, der Mustafa. Der hat da mit irgendeinem Passanten gesprochen und da ging es um das Thema, ja, warum nimmt der Typ den Islam nicht an? Und das Argument war tatsächlich, der zweifelt dieser Passant immer noch, weil der Teufel ihn ins Ohr redet. Das heißt, ein Moslem würde dir das Gleiche Ja, sagen, Heinrich, du verkehrst mit der Punkt Dämonen. ist halt der. Ich meine, in so einem Format, wie wir jetzt reden, ist natürlich so eine engere Beweisführung nicht möglich. Deshalb schreibe ich ja auch das Buch. Und du hast ja gesagt, du würdest das auch in dann Ruhe durchlesen. Ja, das werde Dann ich mir auch können durchlesen. wir da in Ruhe dann über den Punkt nochmal Also ich glaube, diskutieren. Heinrich, Aber also ich ganz sag dir ehrlich, mal eins, alles ich Liebe, aber habe, ich glaube, warte, darüber werden wir nicht diskutieren. Also warte, ich werde nicht mit dir darüber diskutieren. doch, ich, das mache ich. Ja, okay, Das, dann ob machst du da das. Da irgendwelche gehe ich mit Heinrich in die Dämonen, Debatte. ja, Das ob da mache irgendwelche ich. Dämonen im Moment. Spiel sind, Heinrich. Das ist Moment, aber absurd. warte, warte, nochmal ein Satz, ja. Ich will eine Ich Widmung haben. habe wirklich viele Artikel geschrieben. Ich schreibe hier auf so eine Hobby-Schriftsteller-Seite und da habe ich so 800 Artikel stehen und da sind viele, die beschäftigen sich gerade auch mit solchen mystischen Erfahrungen, wo ich da dezidiert darlege, wo sozusagen, also gerade im tibetischen Buddhismus, das also krasse Beispiele gibt, wo man eigentlich gar nicht zu einem anderen Schluss kommen kann. Aber gut, Torge, ich will dich jetzt nicht weiter verärgern. Na, du Und verärgerst ich will mich auch nicht nicht. sagen, dass jede Heinrich, mystische. Heinrich, hör Ich mal. will. Nein, wirklich, jetzt hör einmal den Satz. Du verärgerst mich nicht damit, weil dein Argument so schlecht ist, dass mich Ja. das gar nicht verärgern kann. Wenn man sagt, die ziehen alle Dämonen an. Ah, okay. Deswegen gab es ja auch die Riesen-Yoga-Welle. Darum werden ja auch alle Le Millionen Leute durch Yoga gesund. Genau, weil die alle Dämonen anziehen, weil Dämonen das Interesse haben, dass die Leute gesund und glücklich werden. Deswegen, Heinrich, das Naja, Argument ist einfach zu schlecht, nee. dass du mich Also damit verärgern das könntest. Argument, Moment, das Argument, also jetzt, ich sag mal, ich stelle jetzt mal die christliche Position dar, ja, wie sie eigentlich wirklich ist. Die christliche Position. Die christliche Person Position Position? sagt, Position sagt, bitte jetzt nicht unterbrechen, es gibt eine Wahrheit, das ist über Jesus zu Gott.
Und der Teufel hat viele Abfangjäger, Fallen aufbereitet, dass man sozusagen von dieser Wahrheit weggeleitet wird. Und je nachdem, wie das für einen passt, der eine wird dann, sagen wir mal, in den Voodoo, der andere dahin und der letzte dahin, wird also jeder in sozusagen in irgendeinen Irrtum geleitet. Ja? Ja, von so, das ist die christliche Sichtweise, dass sozusagen der Teufel ein Interesse daran hat, die Menschen von der eigentlichen Kernwahrheit wegzuleiten. Ja, und dann ihnen dann so etwas macht, was ihnen mundet, was ihnen gefällt, wo er sie, also er kennt uns ja relativ, der Teufel kennt uns sehr gut. Der kennt, genau, also mich hat er ja auch, Heinrich, mich, ich muss mal mich hat er ja auch hinter das Licht. Wo willst geführt. Du jetzt hin? Ich verstehe nicht, wo du jetzt hin willst. Ja, ich will, wo ich hin will, ist... Jeder weiß, was das Christentum aussagt, aber wo willst du ja, jetzt nein, hin? Nein, wo ich hin will, ist, dass das sozusagen dem Dämonen macht das gar nichts aus, irgendwie was Nettes oder Gutes den Menschen zu tun, wenn sie denn nur in die Falle tappen. Mit Speck fängt man Mäuse, sagt man. Okay, ich mach mal eben das Licht an der Stelle. Ich bin ein bisschen zu geisterhaft. Ja. Da fällt mir eine Frage ein. Die habe ich vorhin auf einem Kinderkanal gehört. Hat hier nichts zu tun. Da hat so ein kleines Mädchen gefragt, wohin geht das Licht eigentlich, wenn es ausgeschaltet wird? Ja, nicht in den Himmel. Das ist eine tolle Frage, ne? Wohin geht das Licht eigentlich, wenn es ausgeschaltet wird? Naja, aber gut, was hat nichts mit Religion zu tun? Also wie gesagt, wie gesagt, ich kenne die Position des Christentums, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum du das jetzt erzählt hast und was das mit meinen wie das meine Argumente jetzt entkräftet. Also ich habe nicht verstanden, in welche Richtung du willst. Also das natürlich, das ist doch genau das, was ich ständig sage. Ja, Religion ist. Ja, das steht in der Bibel, im Koran, in den Upanishaden, in der Bhagavad Gita. Wir Christen haben. Aber was bringt uns diese Information jetzt? Was bringt uns das jetzt? Also du müsstest uns quasi als Christen widerlegen. Du müsstest uns Christen widerlegen, dass wir mit unserer Sichtweise, dass also unsere göttlichen Erfahrungen die einzig wahren sind, müsstest du also quasi und dass das alles andere letztlich dämonisch unterwandert ist, alle anderen religiösen und anderweitigen Bereiche, das müsstest du uns nicht nur als Behauptung, sondern eigentlich auch, wirklich dann so, dass wir da sagen, Mensch, der Torge hat ja doch recht, er hat die größere Wahrheit erkannt. Das werden wir hier aber nicht klären können, sondern da müssen Heinrich, wir wirklich ja, mal aber in da, ich Fallbeispiele verstehe. Gehen. Ja, aber ich, ja, nein, tut mir leid, ich muss es dir in dem Sinn nicht widerlegen, sondern wir reden beide über Glaubensformen. Da ist das Wort schon drin, Glauben. Ja. Und es ist eigentlich eine Frage der Mentalität, denke ich. Wie wichtig ist es einem, dass das, was man glaubt, wahr ist? Und ich habe die Überzeugung, dass man das eher mit einer Methode der Wahrscheinlichkeit erkennen kann oder nicht erkennen oder dass man dort gut filtern kann. Und darum sage ich Pantheismus oder Metareligion, weil diese Glaubensform, die ich habe, eben bewusst auch erkennen. Genau. Es gibt viele Religionen, die nebeneinander stehen. Es gibt viele Apologetiken und, und. Und das reicht mir schon. Ich muss dir nichts widerlegen. Es ist, warum ich nicht an dieses exklusive Christentum einfach glaube, dieses Evangelikale, ne? Ist einfach, weil es mir zu unwahrscheinlich ist, dass genau das so war, dass dass die Menschen Hunderttausende von Jahren die ganzen Kulturen davor alle Unrecht hatten, aber diese eine Religion vor 2000 Jahren, die hat es begriffen. Das ist die Religion, die wahr ist und alle anderen Upanishaden, die ganzen Millionen, Milliarden Menschen, die andere Erfahrungen haben, das sind alles Dämonen. Das ist mir zu klein gedacht. Das ist mir ich freue mich, dass du so aus dir rauskommst. Leid, Heinrich, da bin ich einfach zu aufgeklärt, denke ich. Ja, in dem Sinne. Das ist auch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich finde das auch gut, dass du hier so ein bisschen Pfeffer da reinbringst. Aber ich, das erlaubt mir ja dann auch ein bisschen deutlicher zu werden, weil du ja auch ganz schön auf die Pauke haust. Dann kann ich auch mal. Das soll ja auch ein Duell werden. Du darfst mich gerne an. Heinrich, du darfst mich jetzt gerne auch einmal. Was ich nochmal
dann ganz klar sagen möchte, Torge, dass ich wirklich Respekt habe oder auch verstehe, wieso du so oder dass du diesen pantheistischen Ansatz da hast. Der wäre für mich vermutlich auch, also wenn ich, sag mal, wenn ich jetzt so ein ganz normaler Mensch wäre, würde ich reden hören oder so, würde ich denken, ja, mit irgendwie, das klingt interessant. Du bist kein normaler Mensch? Nee, ich bin kein normaler Mensch. Wieso bist du kein normaler Mensch? Ein Erlöster. Also nein, ich bin ja auf irgendeiner, auf dem Trip, auf dem Jesus-Trip. Bist du auf einem Trip? Bleib demütig, Heinrich, bleib demütig. Heinrich ist auf einem Trip. Ich denk nur an dich. Ich will den Grundgedanken nochmal sagen. Also ich kann das verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ich will nur wirklich knallharte Fakten, deshalb bin ich Atheist. Das kann ich nachprüfen, vermessen, fertig. Ja, oder wenn ein Muslim sagt, also ich verstehe die Sache nicht und ja, Gott hat sich in Mohammed offenbart, und das ist für mich eine klare Sache. Also da hat jeder, aber das wäre wahrscheinlich, was du da so hast, wäre für mich, Torge, wäre auch so eine Sache. Warum ich dennoch dann nicht dran glauben kann, und das musst du mir jetzt einfach mal abnehmen, und das wird bei den vielen Christen auch so sein. Wir können nicht hinter dem, was uns wirklich offenbart worden ist, zurück und was wir was wir erleben. Wir können da nicht hinter zurück. Wie gesagt, das sagen alle Menschen in den Religionen. Sie können ihre Erfahrungen, sie können ihre mystischen Erfahrungen niemals hinter sich lassen und deswegen favorisieren sie diese eine Religion. Mhm. Meine Behauptung ist, dass alle Menschen göttliche Erfahrungen machen, aber dass wir sie vermischen mit Kultur und dass daraus am Ende etwas wird, was mehr menschlich ist als wirklich göttlich. Das ist halt meine Behauptung. Eine Frage noch. Würdest du deine Meinung ändern, wenn du hundertprozentig wüsstest, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Was ist das für eine Frage? Natürlich würde ich dann meine Meinung ändern. Aber ich weiß es ja nicht. Keiner weiß es. Okay, würdest du deine Meinung ändern? Heinrich, würdest du deine Meinung ändern, wenn du hundertprozentig wüsstest, dass Krishna wirklich der wahre Gott ist? Also wenn ich hundertprozentig wüsste, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, würde ich meine Meinung ändern, ja. Das verstehe ich. Nein, ich meine, wenn du wüsstest, übrigens, damit fängt es schon an. Diese Frage muss ich dir auch mal eben stellen. Heinrich, woher weißt du, dass eine Auferstehung ein Erkennungszeichen Gottes ist? Das glaube ich dann einfach. Also das ist mir dann so extrem. Da verstehe ich auch die Brücke von vielen Leuten nicht, die sagen, ja, aber Jesus ist doch von den Toten auferstanden. Ja, toll, Krishna kann das nicht so extrem. Wenn das wirklich stimmt, er ist ja von den Toten auferstanden. Ja, aber warum sollte das ein Erkennungszeichen Gottes sein? Wenn jemand von den Toten aufersteht, ist er Gott? Oder ist er von Gott? Wo ist die Brücke? Wer hat das festgelegt, dass eine Auferstehung ein Erkennungszeichen ist für den höchsten Gott? Selbst in eurem christlichen Weltbild gibt es doch genug Wesen, übernatürliche Vorgänge hervorbringen können. Ja, da wäre doch bestimmt auch so eine Art Auferstehung auch möglich. Also ist wirklich die Frage an euch, warum Auferstehung gleich höchster Gott? Wieso? Ja, woher wisst ihr durch eine Auferstehung, dass der Jahwe dann auch mächtiger und höher ist als jetzt ein Shiva? Diese Logik musst du mir auch mal erklären. Ja. Oder setzt ihr das einfach immer nur in allem? Also ist euer ganzes Weltgebäude, nur alles Voraussetzung, dass ihr das alles immer nur voraussetzt? Ja, es ist ja ein Gesamtkonzept, ne? Das sozusagen, also guck mal. Wir sind ja, wir waren ja alle mal normale oder sind alle normale Menschen. So und ich sag mal so, als mir das jemand gesagt hat, hier, Jesus ist von den Toten auferstanden und du kannst ihn persönlich kennenlernen. Ja, da habe ich natürlich auch so gedacht, naja. So, und dann hat es für mich funktioniert und damit war die Sache für mich klar, ja, dann stimmt die ganze Botschaft, dann stimmt die Bibel, Heinrich, dann ist das die Wahrheit. So, das ist einfach nur so,
so aber rein ich glaube, du hast meine Frage nicht verstanden. Ja, das ist kein Beweis, kein objektiver nein, Beweis. Natürlich nicht. Nein, ich will wissen, warum glauben Menschen, weil jemand auferstanden ist von den Toten, dass das bedeutet, dass es ein Erkennungszeichen, dass das gleich der höchste Gott dann sein muss. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal vergleiche, Jesus ist von den Toten auferstanden, in der Bhagavad Gita sieht man, dass Krishna die Zeit anhalten kann. Okay, von den Toten auferstehen, Zeit anhalten. So, wir haben jetzt zwei Mächte sozusagen von zwei Göttern. So, woher weißt du das? Woher weißt du, dass diese Auferstehung, dass du sagst, das ist es jetzt. Dadurch erkennst du, ich glaube an den höchsten Gott. Weil es kann, pass mal auf, Heinrich, denn was auch möglich sein kann, du hast mit allem recht, nur in einer einzigen Sache hast du recht, dass es noch andere Götter gibt, sogar noch mächtigere als der christliche Gott, zum Beispiel, was weiß ich, das Brahman oder sowas mächtiger ist. Genau, das ist aber, ja so die Mystiklehre, dass sozusagen Shanaka oder nein, Shankar? Heinrich, warte mal. Der hat ich, ja ich dann gesagt, dir zu erklären, das wäre auch immer möglich. Das ist ein anderes Modell, ja. Tatsächlich, und das würde auch erklären, warum dieser Gott Blut auch verbraucht, um Sünden zu vergeben, weil dieser Gott, an den du dann glaubst, gar nicht so mächtig ist, wie du denkst, sondern er muss diesen Blutbund mit dir eingehen, damit er dich in seine Dimension holen kann, weil er das gar nicht kann, wie ein anderer Gott, der mächtig ist. Das wäre auch möglich. Ja. Das wäre theoretisch auch möglich. Denkbar, darum will ich dir auch diesen Punkt mit diesen Auferstehungskram wegnehmen, nur weil jemand von den Toten auferstanden ist, heißt das noch lange nicht, dass er irgendwie Gott ist, weil man würde jetzt auch nicht einen Graf Dracula anbeten, weil er von den Toten aufersteht oder irgendeinen Zombie oder sonst wen. Ich habe mich gerade mit Meister Eckhart und so den ganzen Mystikern da so beschäftigt. Und da ist es natürlich so, nach dem Motto, ist dieser unpersönliche Brahman über allem. Ja, und dann gibt es eben noch so theistische Götter, die sind dann so untergeordnet, aber letztlich, Wer hat dir das erklärt? Ich habe über Mystik mehrere Bücher gelesen. Da hast du aber was falsch gelesen. Es gibt nur Brahman. Alle Götter letztlich nur ein Ausdruck Brahmans. Alles, nichts geht ohne Brahman. Der Hinduismus ist in dem Sinne auch nicht so ein richtiger Polytheismus. Der wirklich tiefe Hinduismus, vor allem wenn du auch die Upanishaden liest, das wirklich verstehst. Es gibt nur Brahman, es gibt nur eins. Das steht auch wirklich. Wir haben da bei Pantheismus.tv auch ein Video drüber gemacht. Ja. Das ist oft ein Missverständnis. Der klassische Hinduismus ist gar nicht so polytheistisch, wie man denkt, sondern all diese Götter sind sozusagen Avatare, sind Ausdrücke von Brahman. Ja. Aber Heinrich, das war auch gar nicht mein Argument. Wir gehen jetzt, das ist gar nicht da, wo ich mit dir hin wollte. Ich wollte nur sagen, dass sozusagen das natürlich möglich wäre, dass es so einen Brahman gäbe und sagen wir mal die theistischen Götter da irgendwie so untergeordnet sind und ihr Ding da so machen, wäre ja möglich. Ne? Nein, das habe ich ja versucht gerade zu erklären. Das ist auch eine hinduistische Lehre, aber ich glaube, die klassische, die auch bei vielen Vereinen gelehrt wird, zum Beispiel auch hier in Deutschland, die sehr hinduistisch sind, die glauben... Es gibt verschiedene Richtungen. Es gibt eine, die erlauben den Theismus, die andere nicht. So, das ist richtig, ja. Aber verstehst du überhaupt meinen Punkt, den ich dir erklären wollte? Ja, du willst sagen, theoretisch könnte es sein, dass dein Gott ein ganz kleiner Gott ist, der da irgendwo so ein bisschen was rummacht und du bist halt so irgendwie da, anstatt dich da auf Brahman mal einzulassen und auf das ganze Konzept machst du da mit deinem kleinen Gott da rum und irgendwie hältst das für die große Wahrheit und Ich mach nicht damit, du behältst dich jetzt mit deinem kleinen Gott da so auf. Ich sag nicht, dass dein Gott klein ist. Ja, oder mit, aber jedenfalls kleiner als Brahman. Es ist, nein, ich weiß das nicht. Wir reden über Theologie. Theologie ist kein Wissen. Wir reden hier über Theologie. Also ich rede einfach nur davon, von der Möglichkeit, dass es so sein könnte, dass das eigentlich ein Untergott ist. Ich sage nicht, dass es ein Untergott, dass es wirklich ein natürlich Untergott könnte ist. Es theoretisch ich will dir nur so erklären, es könnte so sein. Dass das
diesen will glaubst ich das noch nicht, wieder hören. So ja, aber mal, der ist doch auferstanden. Alleine wenn ja. ich das schon sehe im Internet, ja. diesen Kram mit ja, Buddha ist nicht auferstanden, ja. Sokrates nicht ja. auferstanden, nur Jesus. Genau, du kannst, ich sag ja, also theoretisch könnte es sein, dass du recht hast. Und Brahman wäre so der Übergott über allem, sozusagen. Ne? Und alles geht zu Brahman zurück und kommt von Brahman aus. Ne? So, das ist ja so die Lehre. Und dann in vielen Reinkarnationen und vielen Weltläufen und so weiter. Ja, könnte alles sein. Könnte stimmen. Theoretisch. Ja, ich glaube es nur nicht, dass es stimmt. Das ist der Punkt. Und ich glaube auch, ja, aber es geht ja bei solchen. Ich glaube auch, dass ich gute Argumente habe, die ich jetzt natürlich nicht hier in dieser Schnelle bringen kann, um sozusagen diese Art wirklich aushebeln zu können. Ja, und da ja, in meinem Buch werde ich da explizit drauf eingehen. Ja, gerne, da werde ich auch drauf eingehen, aber ich sage ja. dir, Heinrich, eins. Ja. Dann diskutieren wir. Ich glaube, du wirst es auch nicht in dem Sinne widerlegen können, weil es eben einfach war es aus intellektuellen Gründen, weil fast alles in, oder wenn man wirklich mal neutral sich das ansieht. Ja, gut, Fakten widerlegen im Sinne einer Sub. Die Bibel, du kannst ja nicht die Bibel ja. mit der Bibel weisen. Du musst ja erstmal auch Plädoyer, immer, ein Plädoyer. Bibel, ihre Logik, dass das, was sie behauptet, auch wirklich an dem Sinne war, ist, dass eine Auferstehung gleich bedeutet, es ist der höchste Gott. Ich habe das schon verstanden. Und übrigens, Heinrich, das geht jetzt nicht um Brahman. Ich erzähle dir davon nicht, hier mein Gott hat den längsten oder sowas. Das ist gar nicht die Richtung, in die ich will mit dir. Sondern ich will dir einfach nur sagen, es könnte auch sein, ja, dass wir das beide falsch liegen. Und in Wirklichkeit ist Odin der höchste Gott. Oder Daniel, wer weiß. Das wäre möglich. Ja, theoretisch ist alles möglich. Nur es gibt natürlich, jeder hat so seine Gründe, warum er das, was er erkannt hat, für richtig hält, und deine Vermutung, dass ich sozusagen das, was ich glaube, in Unwissenheit sozusagen des pantheistischen Modells glauben würde, die Vermutung ist falsch. Ich kenne die anderen Religionen und die anderen Erklärungsmodelle, die kenne ich, und trotzdem glaube ich an Jesus. Heinrich, du sagst, ja. du kennst die anderen Religionen, dann erklär ja. mir mal bitte, um was es bei der Bhagavad Gita geht. Um was es bei der Bhagavad Gita geht? Das ist eines der Urbücher. Ja, um was geht es denn da? Ja, das kann Heinrich, also die Bhagavad Gita ist im Grunde die Bibel des Fernen Ostens. Also wenn mir jemand sagt, ich kenne die anderen Religionen und ich frage ihn nach der Bhagavad Gita, das ist ein wirklich wichtiges Buch in der menschlichen Kultur. Ja, und er sagt dann zu mir, ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, dann muss ich leider schon sagen, Heinrich, zweifle ich in dem Sinne deine ja. Autorität an in der Sache oder deine Kompetenz, weil ja, dass du dann nicht ja, mehr weißt. Das ist jetzt ein kleiner Trick, den du da so anwendest. Das war kein Trick. Mann, das ist die Bhagavad Gita. Also wenn du wüsstest, ja, was soll ich da jetzt... Wenn man beschäftigt, muss man doch wissen, was die Bhagavad Gita ist. Eine der heiligen Torge, lass mal den Heinrich eine der heiligen Schriften neben den Upanishaden, neben den Veden, Rig Veda. Das ist eine der heiligen Schriften des Hinduismus. Wolltest ja, aber um was hören? Geht es da? Ja, was geht es da? Das ist ein dickeres Buch. Ja, weil um was geht Nein, es da? Nein, ich will nicht wissen, um was geht es in der Bibel? Ich will wissen, um was es da geht. Ja, weil du hast ja gesagt, du kennst die anderen Religionen, und wenn jemand so etwas sagt, dann gehe ich davon aus, dass jetzt, wenn ich den sage, hey, okay, reden wir über die Bhagavad Gita, dass der nicht denkt, ich will ihn ein Currygericht andrehen. Ja, wir reden, Bhagavad Gita ist keine Religion, sondern der Hinduismus ist eine Religion, der Buddhismus ist eine Religion, der Taoismus ist eine Religion. Ja, also wenn ich sage, dass ich mich da in anderen Religionen ausgehe und dass ich dann zumindest eine Menge darüber gelesen habe, und auch an zeugnishaften Berichten, an Konzepten. Ja, und wir können uns da gerne mal über ein Thema da näher unterhalten. Gerne über den Hinduismus und so weiter. Können wir gerne machen. Ja, aber gut. Jetzt so diesen, das ist so ein bisschen jetzt so... Heinrich... Soll ich rübergehen? Mir hat vor drei Tagen hat jemand eine Bagger... Ich soll sie holen? Ich habe die Bhagavad Gita da. Ja, das bringt mir nichts. Ich hole sie.
Ich hole sie als Beweis. Warte, Heinrich, Moment. Leute, ganz kurz jetzt mal. Okay, eine Sekunde. Ja. So, wir haben jetzt die 2 Stunden rum. Und wir wollten ja eigentlich nach 1 Stunde Schluss machen. Und ich muss mich erstmal ganz herzlich beim Heinrich bedanken, dass er jetzt so spontan, nachdem er ja die Debatte mit Simon hatte, die ja aber doch recht schonend war für dich, Heinrich, denke ich mal. Da würde, hat der Torge ein bisschen härter zugeschlagen. Genau, aber erstmal der ganz recht herzlicher Dank, also im Namen von unserer Community sozusagen, dass du das jetzt doch spontan mitgemacht hast. Ich denke aber jetzt nach zwei Stunden des Einzelgespräches möchte ich dich jetzt auch dann irgendwann schonen und die Debatte im Wesentlichen beenden. An Torge natürlich auch ganz herzlichen Dank, dass er jetzt auch noch dazu gekommen ist. Ja, fand ich gut. Und er hat jetzt ordentlich noch ein bisschen Dampf reingebracht. Ne? Also, aber da müssen wir, glaube ich, in Ruhe noch mal so einige Punkte klären, Torge. Ja, kein Problem. Ich bin ja immer da. Aber Heinrich, du bist ja kein Feind oder keine Konkurrenz. Nein. Weil wir als Pantheisten sowas haben wir nicht. Wir haben keine Konkurrenz. Ich habe auch keine. Sondern auch du, Heinrich, auch du bist für mich ein Bruder. Ich muss kein Christ sein in dem Sinne, um das zu erkennen. Das geht auch ohne Religion. Man kann auch ein guter Mensch sein ohne Religion. Und du musst, und das Ziel, warum ich auch, was ich dir auch noch sagen möchte, auch der ganzen Community, mein Ziel ist es nicht, wenn ich zum Beispiel mit dir über sowas rede, dass du morgen Pantheist wirst, sondern mir ist es viel wichtiger, dass die Menschen wirklich ehrlich sind, dass sie wirklich ehrlich suchen und es ist auch vollkommen okay, wenn Menschen etwas Unterschiedliches glauben. Ich will anderen auch nicht meinen Glauben aufdrücken. Ich mag nur diesen Kulturfaschismus nicht, weil die Geschichte hat ganz klar gezeigt, dass uns das nicht gut tut. Und übrigens, Heinrich, ne, wenn dich jemand fragt, was es in der Bhagavad Gita geht, sag einfach, da geht's um Krishna. Das reicht schon. Weil hier hat gerade jemand in den Kommentaren geschrieben, du sollst ein Buch zusammenfassen, ein gigantisches Buch. Nein, wollte ich gar nicht von dir. Das hätte gereicht, wenn du gesagt hättest, da geht's um Krishna. Das hätte, oder da geht's um Yoga, da geht's um Krishna. Ja, wie gesagt, also die Bhagavad Gita hat mir jemand vor ein paar Tagen geschenkt. Ich kann jetzt rübergehen und sie holen. Da habe ich in der Tat noch nicht drin gelesen, aber ich weiß viel über den Hinduismus. Ich habe mich sehr viel mit dem Hinduismus. Oh, da musst du aber wirklich die Bhagavad, da musst du dir sagen, lese auf jeden Fall, wenn du sagst. Ja, die liegt drin, die kannst du holen als Beweis. Nein, Heinrich, ich glaube dir das, du bist ein ehrlicher Typ, ich glaube dir das. Aber wie gesagt, ich gebe dir nur als Tipp, wenn du sagst, du hast dich mit Religion, Hinduismus beschäftigt und schreibst sogar ein Buch darüber, Nummer eins, du musst echt Bhagavad Gita vorlesen. Jetzt mal unter uns Betschwestern, ja. So. Das ist nicht unter uns, wir sind immer noch live. Ja, ach so, ja. Kannst du mir später sagen. Kannst du mich später fertig machen. Ja, Leute, ich wollte auch, hört auf euren Moderator, hört auf euren Moderator. Ich wollte jetzt Schluss machen. Ich glaube dir auch sofort, dass du Bücher da hast, Heinrich. Ja. Guck mal, ich habe auch die Bhagavad Gita. Ich habe auch Bücher hier, der Jesus waren und so. Also Bücher, ne, so. Bücher kann man lesen und wenn man gut ist und das Buch. Esoterik habe ich hier gerade. Du weißt ja, wie das ist. Bei guten Büchern wird man später schlauer, wenn man sie gelesen hat, ne? Das große Buch der Esoterik habe ich mir noch mal so ein bisschen gelesen. Gut, aber, wunderbar. Naja, ist egal. Okay, also, Freunde, ich bedanke mich sowohl bei Simon, der jetzt ja nicht mehr online ist, als auch bei Heinrich, der spontan jetzt auch noch die Debatte verlängert hat, sowie natürlich bei unserem lieben Torge, der ja auch bei uns auf Atheismus TV normalerweise der Moderator der ist, wenn wir uns mit Gläubigen sprechen. Und ich habe gerade festgestellt, dass Torge doch richtig gut ist damit zu diskutieren mit seinen Brüdern, mit seinen Brüdern in der Menschheit sozusagen. Und ich bedanke mich bei allen, auch bei den Zuschauern. Wir bedanken uns auch bei dir, Daniel. Ja, ich hoffe, ich muss ja zum Glück nicht viel eingreifen. Super gemacht. Und haut mal ein paar Hörner für Daniel raus, ein paar rosa. Ja, für alle vier jetzt, die dabei waren. Und man muss ja auch sagen, Leute, ne, auch wenn manche sagen, Heinrich und so, vielleicht argumentativ nicht so stark, aber der Heinrich traut sich. Der traut sich hier rein und stellt sich den Argumenten. Also das, da kann man auch wirklich mal applaudieren. Das richtig. Macht nicht jeder. Ja. Richtig, du bist schon ein krasser Macker. Ich stehe für eine Überzeugung und aus tiefstem Herzen. Und das, wenn das rüberkommt, dann reicht mir das. Also Heinrich, das abschließende Wort hat jetzt einmal dann doch der Moderator, nachdem die Debatte ja vorbei ist, kann ich nur sagen, da ich Atheist bin, kann ich euch nur sagen, in meinem Weltbild kommt niemand von euch in die Hölle. Und deswegen
Der Humanismus ist schon nicht verkehrt. In dem Sinne, macht's gut, bei Freunde. Bei uns kommt auch keiner in die Hölle. Aber gut, danke. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, dann. Ja, komm, lasst mir auch meinen Spaß. So, macht's gut, liebe Freunde. Wir bis gehen offline. Und ja, tschüss. Vielleicht eine anschließende Debatte mit Heinrich. Wir sprechen hinter den Kulissen. Macht's gut. Tschüss. Okay.